Zeit, halt's zusammen, sonst dauert's nimmer recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen. Power to the People, der Podcast für Perspektiven rund um Essen, Menschen und Landwirtschaft. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen. So. Grüß Gott. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind auf Sendung Power to the People, Folge XY. Mhm. Wir wissen es wieder nicht. Wir sind heute in Pachfurt. Pachfurt, gell? Beim Professor Dr. Rudolf Winkelmeier, glaube ich, wenn ich alles richtig habe. Jäger, Amtstierarzt, Tierarzt, Tierethiker und Veganer. Vegan, ja. Lebensmittelwissenschaftler. Lebensmittelwissenschaftler, genau. Wir sind sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute. Es wird sicher wieder viele neue Sichtweisen bringen für Aha-Momente. Und Aha-Momente, genau. Wir sind wieder da in der altbewährten, berühmt-berüchtigten Konstellation mit der Bianca Blasel. Kompetent und charmant natürlich, muss ich dazu sagen. Kompetent hat er hinzugefügt, seit dem letzten Mal, das freut mich sehr. Genau, a.k.a. wie? Melange in Gummistiefeln. Genau, und ein Willi, das bin ich. Herr Winkelmeier, vielleicht erzählen Sie uns kurz einmal, wo fangen wir denn bei Ihnen an? Es gibt so viel zum Reden. Am Anfang, warum sind Sie so geworden, wie Sie sind? Genau. Naja, das sind eine Reihe Entwicklungsschritte und kein Mensch bleibt gleich. Das ist ja das Wesen des Lebens, dass es im Fluss ist und dass man aus seinen persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen natürlich auch Rückschlüsse zieht. Und da geht es natürlich auch darum, um den Zeitgeist. Man entwickelt sich ja nicht unabhängig von zeitgeistigen Strömungen, von Wissensflüssen und daher kann ich da gar nicht anfangen, da müssen wir schon auf ein konkretes Thema kommen. Ja, Sie können mich fragen, warum ich Veganer geworden bin, Sie können mich fragen, warum ich zu jagen aufgehört habe, Sie können mich fragen, warum ich überhaupt Veterinärmedizin studiert habe. Es gibt unglaublich viele Ansätze, aber sonst würde ich 24 Stunden anfangen, jetzt zu reden, ohne Unterbrechung. Bei meiner Geburt bis zum heutigen Tag, das würde die Leute wahrscheinlich nicht in diesem Ausmaß interessieren. Nun sind Sie ja, Sie haben gesagt, Sie waren Jäger, also Sie haben damit aufgehört. Was hat Sie denn in der Kindheit geprägt? Warum sind Sie jagen gegangen und was waren so die Schritte, die Sie dorthin gebracht haben, wo Sie heute sind? Das wird eine ziemlich lange Antwort. Ich bin in Hollenstein an der Ips aufgewachsen. Das ist also Ibstal, ein sehr, sehr malerisch schöner Ort an der Grenze zu Steiermark und zu Oberösterreich, aber noch in Niederösterreich befindlich, also Alpenvorland. Und bin sehr behütet in einer Familie aufgewachsen. Mein Vater war Hobbyjäger und für mich war dadurch Jagen die normalste Sache der Welt. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater gehabt, bin also wahnsinnig gern mitgegangen jagen. Wobei das damals natürlich unter einer anderen Prämisse gestanden ist, weil mein Vater also noch aktiver Kriegsteilnehmer war in Russland und dadurch Ernährung oder Essen sowieso einen ganz anderen Stellenwert hatte. Mhm. Und man ist damals jagen gegangen, wirklich um den Speisezettel aufzuwerten oder um ein bisschen mehr Fleisch zu haben. Mhm. Ich bin zwar als Jahrgang 1955 dann in eine immer besser werdende Zeit hineingewachsen, dennoch war es sozusagen der Luxus, einmal in der Woche Fleisch zu essen. Öfter ist das nicht am Tisch gekommen. Mhm. Und ich erinnere mich auch, weil ja Gewohnheit die zweite Natur der Menschen ist, wurde das in meiner Familie eigentlich beibehalten, auch zu Zeiten, wo man es sich dann leisten hätte können, vielleicht schon öfter zu konsumieren, war das noch lange Zeit beibehalten, dass es nur am Sonntag sozusagen Fleisch gegeben hat. Und da war halt das Wildbret eine wesentliche Quelle und eine günstige Quelle und sehr hochwertige Quelle. Mhm. Die für uns als Kinder auch sehr schmackhaft war, weil die Mutter hat das so zubereitet und ich erinnere mich da sehr, sehr gerne. Das heißt also, das war damit für mich selbstverständlich. Ich habe auch Interesse an den Tieren gehabt, an der Biologie, Zoologie. Woher ist das gekommen, dieses Interesse? Wahrscheinlich doch über meinen Vater,
der sehr naturkundig war. Er war zwar ein Raiffeisendirektor, also nicht jetzt von der Biologie oder vom Fach, er war Bankmensch, aber kommend aus der bäuerlichen Bevölkerung, damals ein sogenannter weichender Erbe. Ein weichender Erbe? Ja, also ein älterer Bruder hat den Hof übernommen und die anderen mussten sich andere Sachen suchen. Er hat also die Banklaufbahn eingeschlagen, was ihn auch ein Leben lang gefreut hat. Aber er war natürlich immer sehr verbunden von der damaligen Landwirtschaft, die er noch gekannt hatte, die praktisch Vollversorger, Selbstversorger waren. Er hat uns auch noch erzählt, die ersten Skier, die er gehabt hat, hat er selber gemacht. Die haben auch teilweise Wagenräder noch selber gemacht. Man hatte also da wirklich einen völlig anderen Zugang. Das ist eine Generation her, aber es war so selbstverständlich. Und ich erinnere mich, um auf das Thema zurückzukommen, bei unseren Spaziergängen, die wir gemacht haben, ich habe noch eine Schwester, eine ältere Schwester, und wir sind miteinander spazieren gegangen und das war wie ein Naturkundeunterricht aus der heutigen Perspektive betrachtet, weil er hat uns schon als Kinder gesagt, das ist eine Linde, das ist eine Fichte, das ist eine Tanne, eine Buche, das ist eine Haselnussstaude und so weiter. Wir hatten völligen, vollen Biologieunterricht und haben, glaube ich, schon im Vorschulalter jeden Baum zu jeder Jahreszeit gekannt. Das heißt also, der musste gar nicht unbedingt ein Laub haben. Wir haben an dem Stamm erkannt, dass das eine Buche ist. Eichen gibt es also in Ibstal kaum, aber die ist ja charakteristisch mit der Rinde. Das war für mich auch normal. Und es ist, mich wundert es heute noch, wenn ich mit irgendwen durch die Augen gehe und der erkennt die Bäume nicht, weil das ist so wie das, wie man das Alphabet lernt. Ich glaube, das war die Wurzel, oder da wurde der Grundstein gelegt für mein Interesse an Biologie, an der Natur. Und ich habe dann, wie es soweit war, ich sollte nach dem Wunsch meiner Eltern Lehrer werden, weil das war eine kleine Gemeinde Hollenstein mit 2000 Einwohnern. Und das war der Klassiker. Da am Stammtisch trifft sich eben der Gemeindearzt, der Bankdirektor, der Schuldirektor. Apotheker hatten wir keinen. Also das war sozusagen die Gesellschaft in so einer kleinen Gemeinde. Und man hat es gut mit mir gemeint, und weil meine Eltern einige Lehrer gekannt haben, mit denen sie freundschaftlichen Kontakt pflegten, haben sie geglaubt, das ist genau das Richtige für einen Sohn. Darum bin ich auf das Musisch-Pädagogische Realgymnasium St. Pölten gegangen, damals noch Bundeslehrerbildungsanstalt. Das 13. Schuljahr wurde dann abgeschafft und ich konnte ein Jahr früher maturieren, hatte allerdings keine Berufsausbildung mehr. Die Leute vor mir waren alle fertige Lehrer nach Absolvierung der Schule. Dann wurden damals die pädagogischen Akademien eingeführt. Das ist nur ein Detail am Rande. Und obwohl praktisch 99% aus der Schule Lehrer geworden sind, die sind in die pädagogische Akademie gegangen, hat es bei mir doch irgendwie eine Nachdenkphase gegeben. Ich habe auch damals den Biologieunterricht unheimlich toll gefunden und den Chemieunterricht. Und als Folge der jugendlichen Lernerfahrungen. Als Folge dieser frühen Lernerfahrungen und wahrscheinlich auch geschuldet einen mir sehr sympathischen Biologielehrer. Da ist es wieder. Ich glaube schon, dass das einen Einfluss gehabt hat. Ich bin ihm auch dankbar, weil ich bin ja mit meiner Berufswahl bis heute glücklich. Und da ist es dann zur Diskussion gestanden, was soll ich machen? Vielleicht doch nicht Lehrer, Chemie studieren, Biologie oder Veterinärmedizin. Biologie deswegen, weil ich damals ein begeisterter Konsument von der Sendung vom Otto König war. Otto König am Wilhelminenberg, da hat es jedes Wochenende dann eine Sendung über Mensch und Tier gegeben. Wie hat die geheißen? Oder hatte Otto König am Wilhelminenberg? Der Otto König am Wilhelminenberg war damals in der Zeit, so wie der Heinz Konrads, omnipräsent in diesem einen Fernsehprogramm, das wir zur Verfügung hatten. Und der war kein Wissenschaftler. Man hat ihn immer wieder mit Konrad Lorenz verwechselt, weil er von der Physiognomie sehr ähnlich ausgesehen hat. Beide haben so einen Bart gehabt und die grauen Haare. Und jetzt wissen wir natürlich, der Konrad Lorenz war ein exzellenter, hervorragender Wissenschaftler, Verhaltensbiologe, Nobelpreisträger, der
kann man auch dazu sagen, nicht ganz unumstritten ist, weil er heute halt in seinen jungen Jahren auch eine nicht sehr glückliche Rolle im Nationalsozialismus gespielt hat, das will man nicht verheimlichen, aber das schmälert meiner Ansicht nach nicht sein wissenschaftliches Werk. Der Otto König war damals ein Tierfotograf, aber ein begnadeter Präsentator dieser Szenen und er hatte eine wunderschöne Fernsehsendung. Gut, also Chemie, Biologie, weitere Ernährmedizin. Und nachdem meine Schwester älter ist, war sie damals gerade jung verheiratet und mein Schwager war studierter Forstwirt, also BOKU-Absolvent. Mhm. Und der hat mir damals einen, wird er sich nicht erinnern können, hat mir damals einen entscheidenden Tipp gegeben und hat gesagt, Biologie, und da bitte ich jetzt alle Biologen um Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das war halt so. Ich habe gesagt, Biologie ist letzten Endes eine brotlose Kunst, das kann jeder machen, Schmetterling sammeln oder sonst was. Ich habe gesagt, aber bei Veterinärmedizin bist du durch ein Gewerberecht geschützt und da machst du Dinge, die nur der Tierarzt machen darf. Mhm. Und das, was ein Biologe macht, darf jeder machen. Mhm. Also bitte noch einmal um Entschuldigung, das war mein kindlicher Zugang. Mhm. Ich habe großen Respekt vor der Biologie und Veterinärmedizin und Biologie sind nicht so wahnsinnig unterschiedliche Studien. Aber das war mir einleuchtend. Ja. Das war für mich trotzdem schon wahrscheinlich der entscheidende Grund, dann von Biologie zu schwenken auf Veterinärmedizin. Das war ganz pragmatisch. Eine ganz pragmatische Entscheidung. Mhm. Und ja, und das ist auch meinem damaligen Hobby, meiner Leidenschaft Jagd sehr entgegengekommen. Mhm. Man lernt da durchaus Dinge, die einen auch als Jäger sehr interessieren. Mhm. Erzählen Sie uns vielleicht ein bisschen den Weg, die Entwicklung in die Jagd aus Ihrer Sicht, wie Sie das erlebt haben. Sie haben ja gesagt, Sie sind am Anfang mit Ihrem Vater jagen gegangen. Wie alt waren Sie da? Und was war das für Erlebnisse? Was hat damals Jagd für Sie als junger Mensch bedeutet? Ja, es war in erster Linie war es einmal spannend. Ich bin gerne eben mit meinem Vater zusammen gewesen, weil er eben, wie ich schon gesagt habe, von den Spaziergängen her mir die Natur erklärt hat. Das war immer, ich habe das aber nicht als Unterricht empfunden, sondern sehr, sehr spannend. Und beim Jagen war natürlich selbstverständlich dabei, dass wir das momentane Jagdvorhaben aufgegeben haben. Wenn wir irgendwo auf Himbeeren gestoßen sind, dann haben wir aus dem Rucksack ein Sackerl herausgenommen und haben einmal die Himbeeren gepflückt. Oder wenn es irgendwo Schwammerl gegeben haben, haben wir auch das momentane Jagdvorhaben einmal gecancelt und dann haben wir mal in der ganzen Gegend geschaut, was wir Schwammerl haben. Dann haben wir schon einen vollen Rucksack gehabt. Und dann war die Jagd eigentlich für den Abend gegessen in der Regel. Und die Himbeeren auch. Das heißt, das war mein Zugang. Und das Spannende natürlich, weil das, da erinnere ich mich schon, wir sind relativ viel jagen gegangen. Die Wilddichte war damals eine geringere. Es war natürlich auch die Möglichkeit, irgendwo weiter weg in den Wald zu kommen. Mangels Forststraßen, die hat es damals so gut wie nicht gegeben. Es hat man eigentlich die gleichen Randzonen immer wieder bejagt, weil man wollte ja nicht an einem Abend länger als eine halbe Stunde, Stunde irgendwo bergauf im Wald. Dann hat man mal Rast gemacht oder sich am Rand eines Holzschlags gesetzt und an eine günstige Stelle. Das war also, der Wald war nicht so erschlossen, was natürlich paradiesisch war aus der Sicht der Natur. Mhm. Und daher war sozusagen das Erlegen eines passenden Stücks Wilds, obwohl man da punkto Trophäen und so nicht so kritisch war, wenn es ein Rehbock war, war es ein Rehbock. Das war aber eher ein seltenes Ereignis. Also wir sind aus meiner Erinnerung doch ein halbes Jahr, also die Jagdzeiten waren auch kürzer als heutzutage, und wir sind doch viel jagen gegangen, aber Beute hat man nicht sehr oft gemacht. Und das war halt schon ein besonderes Erlebnis, weil wir sind dann nach Hause gekommen und die Mutter hat eine geröstete Leber gemacht und das war halt irgendwie alles fantastisch. Und das sind halt die Kindheitserinnerungen. Und erst viel, viel später habe ich natürlich durch andere Zusammenhänge nachgedacht oder begonnen nachzudenken, ob das in Ordnung sein kann. Ich habe dann selber aktiv sehr viel gejagt, habe auch im Ausland gejagt, wahrscheinlich zu viel gejagt.
in Zusammenhang mit der Kontrolle am Schlachthof, die ich als Amtstierarzt zu tun habe, wo ich das Töten der landwirtschaftlich genutzten Tiere miterlebt habe, das nicht immer sehr freundlich zugegangen ist. Die Gesetze haben sich auch hier geändert, wobei natürlich sozusagen direkt da nicht wahnsinnig viel besser geworden ist. Aber ich habe eben dieses Schreien der Schweine und das Brüllen der Kälber und so am Schlachthof als kontrollierender Amtstierarzt in jungen Jahren gesehen, habe damals sofort beschlossen, den Konsum von landwirtschaftlich genutzten Tieren einzustellen. Damals dann nur mehr Fleisch von Wildtieren gegessen, weil ich der Meinung war, das ist ethisch vertretbar. Hatte damals noch keine profunden Kenntnisse in Tierethik. Aber trotzdem ist es mir plausibel erschienen, diese Tiere kommen irgendwo auf die Welt, leben ein freies Leben und sterben im Idealfall durch einen Schuss, den sie nicht einmal gehört haben. Das habe ich für vertretbar gefunden. Und die dritte Sache war, dass ich dann schon eine Kleintierordination hatte, die mir sehr viel Freude gemacht hat und wo man natürlich auch euthanasieren muss, wo man Tiere, bei denen ein gedeihliches Weiterleben nicht mehr zu erwarten ist, oder im Klartext, wo es also, wir haben immer schon sehr strenge Indikationen gesetzt, bevor sozusagen das neue Tierschutzgesetz dann in den frühen 2000er Jahren gekommen ist, dass wir nur euthanasiert haben, wenn keine gedeihliche Zukunft mehr zu erwarten ist und wenn sozusagen das Weiterleben nur mehr Schmerzen und Leiden bedeuten würde. Aber trotzdem ist es eine Herausforderung. Ich war damals ja noch relativ jung, also ich war mit 26 Jahren Amtstierarzt in Bruck. Und wenn so ein, als 30-Jähriger würde ich jetzt einmal ansetzen, auf der einen Seite geht er jagen, auf der zweiten Seite sieht er den Tod am Schlachthof bei den Kontrollen, auf der dritten Seite muss man euthanasieren, Lieblingstiere. Da beginnt man zu fragen, wie viel Tod ist notwendig, wie ist der Tod zu rechtfertigen. Und das war auch dann der Beginn zu hinterfragen. Apropos, vielleicht könnten Sie uns kurz erklären den Unterschied zwischen einem Tierarzt und einem Kleintierarzt beziehungsweise einem Amtstierarzt. Was macht denn so ein Amtstierarzt? Was ist dessen Aufgabe? Grundsätzlich ist man mit einem Studium der Veterinärmedizin berechtigt, verschiedene weitere Aufteilungen, verschiedene Berufszweige auszuüben. Man entscheidet sich freiwillig als praktischer Tierarzt, ob man mehr Großtiere behandelt, also Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Pferde, oder ob man eher Hunde, Katzen, Meerschweinchen und so weiter behandelt. Und auch wenn man dann auf sein Schild rausschreibt, Kleintierarzt, oder ich war dann Fachtierarzt für Kleintiere, ich habe diese Ausbildungsschiene gewählt, durfte aber selbstverständlich jederzeit, wenn mich wer geholt hat, weil am Sonntag sonst niemand greifbar war, zu einer Pferdekolik oder zu einer anderen Verletzung. Oder mir haben die Leute natürlich in die Kleintierordination auch Ziegenböcke, Schafe, also alles, was transportiert war, haben sie mir auch in die Kleintierordination gebracht. Das heißt, wenn man sich für eine Fachrichtung entschieden hat, hat das nicht bedeutet, dass man andere Tiere nicht mehr behandeln dürfte. Aber das war so die Zeit, wo sich auch die Veterinärmedizin begonnen hat, unglaublich zu spezialisieren und wo man, wenn man selber einen gewissen Anspruch auf die Qualität der Arbeit erhebt, ohne wirklich intensive Weiterbildung in dem Fach nicht mehr ausgekommen ist. Und daher habe ich sozusagen meinen Ausbildungs- und Weiterbildungsfokus zu internationalen Tagungen, sind wir sehr viel gefahren, so eine Klick von Leuten. Und das haben wir schwerpunktmäßig im Bereich der Kleintiermedizin gemacht. Da sind wir nach Holland gefahren, nach England gefahren. Die waren. Dann haben wir auch in Österreich die Vereinigung österreichischer Kleintiermediziner gegründet. Und die hat heute, das ist wie eine Schattenkammer, die hat 1600 Mitglieder, freiwillige Mitglieder, ist hochspezialisiert auf Weiterbildung, hat sozusagen im Tierschutz natürlich irrsinnig, indirekt im Tierschutz irrsinnig viel bewegt, weil sie die Qualität der tierärztlichen Arbeit sehr gefördert hat. Auf der anderen Schiene hat es das natürlich für Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen genauso und Pferde genauso gegeben. Das heißt also, man durfte oder man darf bis heute
jedes Tier behandeln, aber man sollte schon seine Grenzen kennen, weil man bei der Fülle dieses Faches und bei der Fülle dieses Wissens einfach nicht mehr überblicken kann. Also meine Auswahl war dann Kleintiermedizin. Amtstierarzt ist man, wenn man sozusagen bei einer Gebietskörperschaft arbeitet, dort angestellt ist, im Unterschied zum amtlichen Tierarzt, den es auch gibt, das ist zum Beispiel der Schlachte- und Fleischuntersuchungstierarzt, der wird für gewisse amtliche Tätigkeiten beauftragt, ist aber im Grunde genommen ein Freiberufler. Aber wenn wir eine Tierseuche haben und wir brauchen jetzt schnell Impftierärzte, dann wird der beauftragt, dass er in der nächsten Woche in der Gemeinde durchimpft. Dann ist er ein amtlicher Tierarzt für diese Periode. Wenn er am Schlachthof fährt, um 5 Uhr in der Früh bis 9 Uhr Vormittag zur Schlachte- und Fleischuntersuchung, ist er in dieser Zeit amtlicher Tierarzt. Und so unterscheidet das das Gesetz und dann fährt er nach Hause und macht seine Praxis. So haben Sie es auch gemacht, richtig? Nein, ich war der Amtstierarzt. Ich war der permanent angestellte Tierarzt, in dem Fall bei der Landesregierung, Niederösterreichischen Landesregierung, zugeteilt sozusagen der Bezirkshauptmannschaft Bruck an der Leiter. Und dort leitet man das Veterinärreferat. Und da ist man zuständig für zum Beispiel den Tierverkehr, internationalen Tierverkehr. Man stellt also Zeugnisse aus, untersucht Tiere, wenn Pferde irgendwo auf eine Ausstellung fahren oder wenn sie zu einem Turnier ins Ausland fahren. Man ist in der Seuchenbekämpfung, wir sind in der Seuchenbekämpfung sehr, sehr gut ausgebildet. Und daher war das in der Pandemie jetzt für mich sehr spannend, weil es eigentlich, ich möchte nicht sagen, dass ich es besser gewusst habe wie die anderen, aber ich konnte immer die Sinnhaftigkeit der Maßnahmen erstaunlich gut abschätzen, weil ich kaum ein halbes Jahr Tierarzt war, war ich schon mit dem ersten Seuchenfall konfrontiert, Maul- und Klauenseuche-Ausbruch in Kapellern in St. Pölten, wo wir einen Impfring von außen nach innen gemacht haben. Dann habe ich natürlich diese ganze BSE-Krise miterlebt, die Geflügelpest, also Vogelgrippe, die Schweinegrippe. Also wir waren immer in Seuchengeschehen eingebunden, die auch teilweise als Pandemien wie die Schweinegrippe eingestuft waren und wurden auch über die Landesregierung, über die vorgesetzte Dienststelle immer sehr gut ausgebildet und weitergebildet auf dem Bereich. Also der Amtstierarzt ist zuständig für den Gesundheitszustand, sozusagen Überwachung des Gesundheitszustandes der Tiere, für den Tierschutz, für die Tierseuchen, für den internationalen Tierverkehr und für die Kontrolle lebensmitteltierischer Herkunft. Das heißt, der Amtstierarzt kontrolliert, dass der amtliche Tierarzt alles richtig macht am Schlachthof. Genau, und das ist derjenige, der am Schlachthof quasi die Schlachtkörper kontrolliert. Ja. Ich hätte es langläufig gesagt, das ist der Amtstierarzt. Das ist der amtliche Tierarzt. Okay. Und der ist ständig dort und der Amtstierarzt macht noch einen gewissen Plan, der von der Behörde vorgegeben ist, schaut den sozusagen einmal noch auf die Finger, ob das richtig gemacht wird. Finde ich spannende Unterscheidung. Ich glaube, dass es das ist wieder so etwas, was viele Leute nicht gewusst haben, dass es da einfach eine Unterscheidung in dieser Punkt gibt. Eine andere Unterscheidung, die wir jetzt vorher gerade gehabt haben, sind die Kleintiere. Ja. Kleintierarzt, kann ich das jetzt grob so sagen, Kleintiere sind Haustiere und Nicht-Kleintiere sind dann Nutztiere? Ja. Kann man das so trennen? Sie haben jetzt etwas angesprochen, wo ich gleich ein bisschen einhaken will, bevor ich das beantworte. Ja. Für mich gibt es nur Tiere, empfindungsfähige Wesen. Ja. Diesen Begriff Nutztiere, den sollte man schleunigst wegbringen. Ja. Das ist ein Präjudiz. Es suggeriert den Menschen, dass sie für die Nutzung hier wären. Dabei haben sie eigene Rechte. Es ist ein Abstempeln und sozusagen schon eine Vorbestimmung. Das ist ja nichts Schlimmes, weil das sind ja Nutztiere. Die sind ja dazu da. Nein, es gibt nur Tiere. Wir als Menschen bezeichnen sie als Nutztiere, um uns die Argumentation zu ersparen, warum wir sie in der Freiheit so einschränken, warum wir sie frühzeitig töten. Da stellen wir alles außer Diskussion mit dem leidlichen Begriff, mit dem wirklich unseriösen Begriff Nutztiere. Ja, weil wir einfach aus der Logik heraus irgendwann die Tiere domestiziert haben und angefangen haben, sie zu nutzen. Ich bezeichne, es ist ein Faktum, ich bringe es ja nicht weg, es ist auch legal. Aber ich rede lieber von landwirtschaftlich genutzten Tieren. Es gibt nur Tiere. Und die sind halt landwirtschaftlich genutzt, weil
das öffnet mir also die Möglichkeit, das schon zu hinterfragen, ob das in Ordnung ist. Ist der Begriff definiert, beziehungsweise, oder ist es nur langläufig gebraucht? Nein, es gibt ja leider ein Studium für Nutztierwissenschaften. Mhm. Es gibt bei uns auf der Wettuni eine Klinik für Nutztiere. Und also dieser Begriff ist, der ist leider so in dieser Welt, unhinterfragt, weitgehend unhinterfragt bis heute. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, um etwas bewusst zu machen, dass man sagt, okay Leute, so können wir nicht agieren. Wir können nicht die Tiere als Nutztiere jetzt so bezeichnen und ihnen von vornherein den Stempel drauf geben. Mhm. Weil einmal ist ein Schwein ein Nutztier, in Form des Göttinger Miniaturschweines ist ein Lieblings- und Haustier und Heimtier und in Form, wenn es draußen ist, in freier Wildbahn und gerade bei Schweinen sind die Verhaltensmechanismen, die sie haben und Verhaltensweisen noch sehr, sehr ähnlich. Trotz langer Domestikation reagieren Hausschweine in den wesentlichen Bereichen wie Wildschweine. Als Wildschwein ist es dann ein Wildtier. Im Wesentlichen ein und das gleiche Tier kategorisieren wir so. Das ist ja beim Lieblingstier und Heimtier, das das Schwein mittlerweile auch ist, weil es ja hochintelligent ist, ist das ja ganz in Ordnung. Im Fall des Nutztieres diskriminieren wir es von vornherein und auf der anderen Seite haben wir das Wildschwein, das Wildtier, dem es noch relativ, aus Schweinesicht, noch relativ gut geht. Mhm. Und bei den Kleintieren, da gibt es schon auch die Definition hat es früher schon gegeben in der Honorarordnung, das ist ja lustig. Da hat es Kleinsport und Lieblingstiere gegeben. Da war der Tarif immer höher wie bei den Nutztieren. Ein Nutztier zu behandeln war nach der tierärztlichen Honorarordnung billiger als ein Kleinsport-Hobby oder Lieblingstier zu behandeln. Das heißt, war jener Tierarzt, der dann die Nutztiere behandelt hat, dementsprechend auch weniger hoch angesehen? Das würde ich nicht sagen, weil er sozusagen das landwirtschaftlich genutzte Tier ein Kapital für einen Landwirt war. Früher viel mehr, das Einzeltier viel wertvoller als heute. Der war schon angesehen, weil er ja sozusagen die bäuerlichen Existenzen auch abgesichert hat. Damals musste man nicht unendlich viele Tiere halten, um davon leben zu können. Beziehungsweise die haben halt einzelne Schweine gehabt, die sie selber am Hof als Nahrungsmittel gehalten haben. Das war immer sehr, sehr wichtig. Es hat ja sehr viele Kleinbauern gegeben. Und da hat der Tierarzt schon hohes Ansehen gehabt, weil ohne den wäre natürlich, wenn man sich jetzt zwei Schweine füttert für die Familie und ein stirbt davon, das ist eine Katastrophe, wenn das in einer fortgeschrittenen Mastperiode mit 100 Kilo an Rotlauf jetzt stirbt, der aber doch leicht behandelbar wäre. Daher hat man schon den Tierarzt gebraucht. Da würde ich das nicht. Der Tierarzt ist schon auf seine Rechnung gekommen. Allerdings hat er immer eine größere Zahl an Tieren behandelt. Also in einem Rinderbetrieb, wenn halt was zu impfen. Wenn ein Tierbesitzer zu mir kommt, kommt er halt mit einer Katze oder mit einem Hund. Und in einem Stall bei Rindern, da hat man vielleicht gleich 3 oder 5 Trächtigkeitsuntersuchungen gemacht, war regelmäßig bei den Besamungen dort. Wann was zu impfen war, hat man die ganze Gruppe geimpft. Es ist ein völlig anderer Zugang, aber unterm Strich hat der was verdient und der was verdient, wenn er fleißig war. Also es ist nur vielleicht vom Zugang der Menschen her, wie wir neigen, das als wertvoller zu sehen und das als weniger wertvoll. Wir kennen ja auch die andere Kategorisierung außerhalb der Veterinärmedizin sozusagen, dass wir halt Kröten oder Schlangen als ekelhaft empfinden, sind Tiere, ja, und ein Kaninchen wollen wir halt streicheln und die sind lieb. Und das zieht sich ja heute bis zu den Bemühungen im Artenschutz durch, dass liebe Tiere, nette Tiere, Kuscheltiere, für die ist man viel eher bereit, etwas zu spenden, da kann man leichter Spenden lukrieren, als für irgendwelche Tiere. Ich bleibe bei den Kröten, wir wollen für die Kröten was tun muss. Weil das Kindchenschema. Hm? Genau, also der Mensch neigt dazu. Das ist natürlich aus rein intellektueller oder theoretischer Sicht nicht okay. Und da muss man schon den Fokus drauf werfen, muss man sagen, okay, Tier ist Tier.
Und unsere Tierschutzgesetzgebung beruht im Wesentlichen auf dem Pathozentrismus, auf der Leidensfähigkeit der Tiere. Es wurde ursprünglich schon von Jeremy Bentham vor über 200 Jahren so formuliert. Das ist der Wesentliche, ist zwar nur eine Fußnote in seinem Buch, aber trotzdem hat dieser Jeremy Bentham, der auch als Begründer des Utilitarismus gilt, eine wesentliche Strömung in der Sozialgesetzgebung, das bestmögliche Glück für die größtmögliche Zahl an Menschen steht dahinter. Bis heute in der Sozialgesetzgebung wichtig, aber auch die Prägung im Tierschutz, in dem Pathozentrismus, weil der hat gesagt, mich interessiert nicht, ob sie denken können oder ob sie sprechen können, die Tiere. Mich interessiert nur, ob sie leiden können. Leidensfähigkeit ist das. Und das ist die Leidensfähigkeit und mittlerweile reden wir nicht nur von Leidensfähigkeit, sondern Empfindungsfähigkeit. Es ist nicht nur die Möglichkeit zu leiden, sondern es ist auch die Fähigkeit, Wohlbefinden zu erfahren. Das ist die Empfindungsfähigkeit. Und so gesehen schützen wir alle Tiere im Tierschutzgesetz, die empfindungsfähig sind. Darum haben wir, weil es bei den Insekten nicht klar ist, weil wir das noch nicht wissen, haben wir die nicht drinnen. Aber alle, im Wesentlichen haben wir alle Wirbeltiere drinnen. Die gelten als empfindungsfähig. Jetzt möchte ja England, das ist jetzt durch die Medien gegangen, die Tierschutzgesetzgebung modernisieren und redet davon, alle, die einen Rückenmark haben. Also ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt sage, die Kategorie der Wirbeltiere. Das ist mir jetzt aufgefallen in den letzten Tagen. Die einzige Ausnahme, die wir in dem Tierschutzgesetz haben, sind die Zehnfußkrebse. Also da fällt also der Oktopus und Kraken und so weiter gelten als hochintelligente Tiere. Die sind also im Tierschutzgesetz inkludiert, sind keine Wirbeltiere, das ist also die kleine Gruppe. Die haben eine Lobby gehabt. Die haben eine gute Lobby gehabt, obwohl sie natürlich genauso gefangen und grauslich erstickt werden, weil man sie ganz schwer töten kann. Das ist ganz ein anderes Thema, wieder würde in die Fischerei, Bewirtschaftung der Meeresfische, Aquakultur, eine Riesenbaustelle aus tierethischer Sicht. Grauzone wahrscheinlich. Eine unglaubliche Grauzone. Die Grauzone geht natürlich auch in unsere Breiten mit den Sportfischen, Hobbyfischen, Catch and Release, was als Gentleman-like gilt, was eine wahnsinnige Tierquälerei ist. Perverse Tierquälerei, möchte ich fast sagen, aus meiner Sicht jedenfalls. Ist auf der anderen Ende der Leine ist es ein Todeskampf, ein Kampf ums Überleben, nur um den Spaß, den größten Fisch heute herauszufangen. Und dann ist man so gut und lässt ihn wieder aus, nachdem man ihn gequält hat und nachdem man ihn beschädigt hat mit den Haken. Auch wenn man, das schafft man ja fast nicht, dass man überhaupt nicht angreift. Aber es ist ein anderes Thema. Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Nein, von der ursprünglichen Frage. Wir sind über das Tierschutzgesetz. Das Tierschutzgesetz gilt grundsätzlich mal wirklich für alle Tiere, also die landwirtschaftlich genutzten, als auch die Haustiere. Genau. Würde noch gern auf die, woher haben wir dann die Unterscheidung zwischen dem Haustier und dem landwirtschaftlich genutzten Tier? Wo steht die begründet? Weil wir reden ja immer von diesen zwei Kategorien. Wildtier haben Sie jetzt noch ergänzt. Das, wo ist das drinnen? Das ist aus der Biologie nicht zu begründen. Das ist eine reine Kategorisierung, die wir Menschen so vorgenommen haben. Und ich glaube auch, weil ja Menschen grundsätzlich empathische Lebewesen sind, die zum Mitgefühl fähig sind, die müssen natürlich Entlastungskriterien für eigene Psyche immer wieder zum psychischen Schutz erfinden. Und darum kategorisiert man die als Nutztiere. Deren Bestimmung ist halt, sie zu nutzen, dann braucht es der Einzelne nicht mehr hinterfragen. Und die anderen sind halt die Lieblingstiere, Sporttiere und so weiter. Und das hat sich halt so in dieser Form ergeben. Und veterinärmedizinisch ist es natürlich so, dass wir auf der einen Seite da diese Wiederkäuer haben, das Schwein, eventuell das Pferd. Das passt sozusagen ganz gut zusammen. Und auf der anderen Seite haben wir eher die Fleischfresser, also Hund und Katze sind die Wesentlichen in der Kleintiermedizin. Natürlich haben wir dann Meerschweinchen, gehören auch alle Vögel dazu, aber da brauchen wir schon wieder ausgesprochene Spezialisten. Der Durchschnittskleintiermediziner oder, wie ich schon gesagt habe, es hat ja dann vor einigen Jahrzehnten die Möglichkeit gegeben, sich zu spezialisieren und ich wurde dann eben Facharzt für Kleintiere. Das ist im Wesentlichen dominiert durch Hunde und Katzen, die als Fleischfresser aber sehr gut medizinisch wieder zusammenpassen. Und aber
aus der Sicht des Tierschutzes, des aktuellen Tierschutzgesetzes, das ja doch sehr fortschrittlich ist in Österreich und ein sehr schönes Gesetz ist, schützt das Leben aller Tiere. Mhm. Es ist nur die Tragik dieses Tierschutzgesetzes, dass es außer Parlament, das Tierschutzgesetz ist ja im Parlament einmal beschlossen worden, 2004, und hat sehr, sehr tolle Ansätze. Allerdings gibt es die Verordnungsermächtigung. Und dann gibt es die erste und die zweite Tierhaltungsverordnung, wo der genaue Umgang mit den Tieren geregelt ist. Mit den Nutztieren, nicht wahr? Oder? Im Wesentlichen, aber es sind auch die Pferde drinnen. Okay. Und sind dann in der zweiten Tierhaltungsverordnung sind eine Reihe bis zu den Exoten drinnen. Mhm. Und die Hunde sind außerdem auch drinnen. Aber gerade im Bereich der landwirtschaftlichen Nutztiere und wieder landwirtschaftlich genutzten Tiere, konterkariert die Tierhaltungsverordnung, also insbesondere die erste Tierhaltungsverordnung, das Tierschutzgesetz, was viele Juristen für inakzeptabel halten. Inwiefern? Konkretes Beispiel Vollspaltenböden, weil es gerade so in Diskussion ist und weil das wirklich eine unglaubliche Tierquälerei ist, die Haltung auf Vollspaltenböden. Die ist einfach grausam. Da können wir jetzt diskutieren, warum ich das als grausam empfinde. Die Tiere können dort nicht wühlen. Sie haben den Gestank, insbesondere auf der Nasenhöhe, wo die Schweine leben. Sie liegen über den eigenen Fäkalien. Dabei haben Schweine eine absolute Aversion gegen die eigenen Fäkalien. Sie würden sonst 70% ihrer Wachzeit mit Herumwühlen verbringen. Das können sie alles dort nicht machen. Sie sind in Gruppen beisammen, die nicht ihrer Natur entspricht. Sie werden sonst in Familienverbänden. Sie sind hochsoziale Tiere. Das geht also überhaupt nicht. Gar nicht. Im Tierschutzgesetz steht drinnen, dass Tiere so zu halten sind, dass sie trockene, weiche Liegeflächen haben, dass sie Beschäftigungsmaterial haben, dass es ihnen gut geht und so weiter. Das ist die Bodenbeschaffenheit beschrieben, dass es einen weichen, warmen Boden geben muss. Und in der Tierhaltungsverordnung steht definitiv drinnen, dass die Haltung auf Vollspaltenboden erlaubt ist. Und wir haben sie auch in der Rinderhaltung, bei den Stieren haben wir die Betonvollspaltenböden, die sind immer noch, sage ich, State of the Art. Und das ist hundertprozentig das Gegenteil von dem, was im Stammgesetz steht. Im Tierschutzgesetz. Im Tierschutzgesetz. Und dann muss man sagen, wenn ich das jetzt unterbringen darf, das Tierschutzgesetz ist demokratisch durch das Parlament gegangen, nach dem repräsentativen Willen des Volkes. Die Tierhaltungsverordnung wird außerparlamentarisch von Lobbyistengruppen und den zuständigen Ministerien per Verordnung so gemacht. Per Verordnung so gemacht. Undemokratisch, außerparlamentarisch, legal. Mhm. Ja? Sie haben immer wieder jetzt angesprochen, und das finde ich sehr spannend, Tierschutzgesetz, Tierhalteverordnung, all das ist legal. Ja. Was bringt jetzt aber so ein Recht, das grundsätzlich legal ist, sich aber gesellschaftlich jetzt nicht mehr ausgeht, wenn Sie auch sagen, das ist hochgradige Tierquälerei. Wie ist denn das einzuordnen als Mensch, als Bürger? Woran soll ich mich denn da jetzt orientieren? Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass ein Konsument oder ein Mensch nicht die Verpflichtung hat, sich im Detail mit jedem Lebensmittel auseinanderzusetzen. Er muss in einer liberalen Demokratie wie in Österreich das Vertrauen in den Staat haben, dass nur das in den Handel kommt, was dem Willen der Gesellschaft entspricht, was dem Stand des Wissens entspricht. Steht auch im Tierschutzgesetz drin, sie hat sich immer an dem Stand des Wissens zu orientieren. Wenn wir nur das Tierschutzgesetz hätten, wären wir den Großteil unserer Probleme los, wenn wir nicht diese Unterwanderung durch die Tierhaltungsverordnung hätten. Jetzt ist es so, und das muss man ganz eindeutig sagen, die meisten Menschen, wenn man sie darauf anspricht, und die Tierschutzorganisationen haben da durchaus repräsentative Umfragen gemacht, die wollen nicht, dass die Tiere gequält werden. Die Menschen wollen nicht, dass sie die Tiere gequält werden. Die glauben, wenn sie ein Stück Schwein kaufen, dann sei alles in Ordnung.
Sie werden auch durch ein Greenwashing in der Werbung, durch eine teilweise aus meiner Sicht unanständige Werbung getäuscht, so wie in anderen Dingen auch. Es gibt ja genug Produkte, die also eine nahezu unanständige Werbung machen und das wahre Problem sozusagen völlig verschleiern können. Ich nenne da jetzt einmal ein Produkt, was immer im Kreuzfeuer der Kritik gestanden ist. Das ist zum Beispiel das Actimel. Denn Actimel werden da probiotische Bakterien sozusagen nachgesagt, die eine wohltuende Wirkung auf den Körper hätten und so weiter. Ja, wenn man es direkt in den Dünndarm einbringt, aber nicht, sie überleben die Magenpassage nicht, die Säure im Magen überleben sie nicht. Also gibt es ja Studien drüber und da gibt es auch sozusagen schon einen Preis für die, dass sie die falscheste Werbeaussage ever gemacht haben. Also ich möchte das nicht auf das Fleisch allein schieben. Ja. Es gibt andere Produkte auch, die mit Werbung halt so grenzwertig vorgehen, dass sie darüber täuschen. Und kann ich auch die Armer nicht im Schutz nehmen. Ich erinnere mich, vor wenigen Jahren hat es noch die Aussage, Fleisch ist gesund, Fleisch macht gescheit, Fleisch macht stark. Ja, was soll dieser Schwachsinn? Das ist doch eine Irreführung des Konsumenten. Oder um eine weitere Sache zu nennen, dieses Jahr natürlich Schweinchen. Was hat diese Sache mit der Realität auf einem Bauernhof zu tun? Das ist eine dreist dumme Lüge, die da offeriert wird. Und darum muss ich sagen, der Konsument alleine hat vieles in der Hand. Aber ich glaube nicht, dass er hat eine gewisse, das Wissen ist vorhanden, er hat eine gewisse Verpflichtung, sich zu informieren. Aber trotzdem können Sie sich zurückziehen und kann sagen, was offiziell und legal bei uns im Handel ist, muss doch in Ordnung sein. Das ist ein Standpunkt, den ich akzeptiere. Der Handel hat seine Gesetzmäßigkeiten, der muss überleben, für den ist Fleisch ein attraktiver Quotenbringer. Der wird immer im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten handeln und die ausdehnen. Und daher ist mein Zugang, der Ball kehrt zurück an die Politik. Es ist nicht mehr der Wille des Volkes, was da umgesetzt wird. Es setzen sich Lobbyisten durch. Und wir haben, und das kann ich sagen, seit Jahrzehnten im Tierschutz fast keine Bewegung. Natürlich haben wir mal die Pelztierzucht abgeschafft, dank der Tierschutzorganisationen, VGD im Wesentlichen. Wir haben die Käfighaltung der Hühner beseitigen können, bei uns beim Schalenei. Aber nicht bei dem Ei, was sie zum Beispiel in einem Hotel, wenn sie in der Früh ein Rührei essen, das kommt aus dem Kübel. Und das haben sie gute Chance, dass es aus der Ukraine kommt, aus irgendeiner bösen Käfighaltung. Das heißt, wir haben da mangelnde Deklaration. Und wir haben da so halbherzige Sachen und wir bringen in diesem Bereich des Tierschutzes kaum etwas weiter. Und es wird, die Warenhaltungsbedingungen werden völlig verschleiert und wenn wir davon ausgehen, bei intellektueller Redlichkeit und das heute vorhandene Wissen über Evolutionsbiologie, Verhaltensbiologie, Kognitionsbiologie heranziehen, die Erkenntnisse der Tierethik, dann ist es völlig unanständig, wie wir mit den landwirtschaftlich genutzten Tieren, auch mit anderen Gruppen, teilweise natürlich bei der Qualzucht auch mit Hunde und Katzen, möchte ich gar nicht ausschließen, wie wir mit diesen Tieren umgehen. Es ist einfach völlig inakzeptabel und unanständig. Das ganze vorhandene Wissen, das wir haben, spricht das Gegenteil. Wir dürften, wenn wir ehrlich sind, wir dürften Tiere schon längst nicht mehr so halten, wie wir sie heute halten. Das Wissen dazu haben wir. Was fehlt, ist die politische Umsetzung. Und da orte ich einfach eine quer durch die verschiedenen Parteien. Ich kenne in keiner Partei jemanden, der sich wirklich für Tierschutz hinauslehnt, außer einzelnen Figuren. Aber ich kenne kein Programm von keiner Partei, das jetzt diesen gesellschaftlichen Wunsch, der ja vorhanden ist, dass Tiere nicht gequält werden, tatsächlich im Programm hat und auch wirklich forciert umsetzt. Was wäre aus Ihrer Sicht dazu nötig, dass das auch stattfindet? Weil es ist ähnlich wie bei dem Thema Nachhaltigkeit, generell Klimawandel, die Lösungen dafür, was wir tun müssen, das wissen wir seit den 70er Jahren. Dass das kommt, etc. Wir wissen es, die Lösungen sind da, aber es wird nicht
umgesetzt. Was braucht es aus Ihrer Sicht, dass diese Umsetzung dann auch stattfindet? Ich zitiere einen sehr populären, in Deutschland sehr, also eine Koryphäe auf seinem Gebiet, ein sehr populärer Philosoph, Bernd Ladwig, der erst voriges Jahr dieses tolle Buch geschrieben hat, Die politische Philosophie der Tierrechte. Er sagt, solange wir keine politischen Regeln haben, ja, haben wir nur die Chance der öffentlichen Empörung. Und da bin ich Ihnen dankbar, weil hier, auch wenn es meine subjektive Sicht ist, sehr wohl untermauert durch Fakten, ja, geben Sie mir die Chance zur öffentlichen Empörung, wie wir bei heutigem Stand des Wissens noch immer wie Mittelalter mit den Tieren umgehen. Das kann doch nicht sein. Das muss einmal ein Ende finden. Was ist diese intellektuelle Redlichkeit, die Sie diese erwähnen? Was, wie würden Sie die beschreiben? Die intellektuelle Redlichkeit würde ich so beschreiben, dass es erstens jeder, der in diesem Diskurs über Tierschutz, Tierhaltung, Tierrechte teilnimmt, nur dann seriös teilnehmen kann, wenn er entsprechendes Wissen hat. Er muss also grundlegende biologische Kenntnisse haben. Er kann nicht sagen, ich bin 20 Jahre Bauer. Er muss grundlegende biologische Kenntnisse haben. Er muss, und das fliegt einen nicht zu, ich kann dreimal am Tag in den Stall gehen, werde ich über Kognitionsbiologie der Schweine nicht viel erfahren. Über ihr natürliches Verhaltensrepertoire werde ich nichts sehen, wenn ich es im Kastenstand habe und auf Vollspalten bin. Also man muss sich bilden. Jeder, der da mittut, muss sich bilden auf den Bereich der Biologie. Und er braucht Basiskenntnisse in Tierethik. Das Wissen ist verfügbar und dann kann man in einen Diskurs eintreten. Und jemand, der sich die erforderlichen Grundkenntnisse, um auf dem Thema überhaupt mitreden zu können, biologischer und philosophischer, also tierethischer Natur hat, den rufe ich dann an zur intellektuellen Redlichkeit und muss sagen, was schließt du aus diesen Ergebnissen? Und es gibt einen Mainstream, genauso wie beim Klimawandel oder genauso wie bei der Corona-Pandemie. Es gibt einen wissenschaftlichen Mainstream, der ganz gut liegt. In der Pandemie haben wir es gesehen. Es gibt immer wieder Wissenschaftler, die ausscheren mit kruden anderen Ideen. Okay, horchen wir es uns an, ziehen wir es in den Diskurs ein, aber der Mainstream hat sich durchgesetzt. Und so gibt es auch sozusagen in der Biologie und in der Tierethik einen Mainstream. Und wenn man sich auf diesen einlässt und der ist auch sehr plausibel. Ich habe wirklich scheibtruhenweise Literatur drüber gelesen. Ich kann es nicht mehr anders ausdrücken, weil mein Dachboden droht durchzubrechen von den ganzen Büchern, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Ja. Und wenn Sie dann intellektuell redlich sind, dann muss ich sagen, dann hört sich bei mir der Lobbyismus auf und da muss ich sozusagen über mein Weltbild nachdenken. Mhm. Und dann muss ich einfach mich mit dem auseinandersetzen, was Mainstream ist. Und wenn ich dagegen keine guten Argumente mehr finde, dann muss ich diese Meinung auch vertreten. Und ich sage Ihnen, Sie werden gegen die Tierrechtstheorie kaum plausible, das ist eine der geschlossensten wissenschaftlichen Theorien, die kennen. Sie ist in sich so logisch, dass Sie keine Argumente finden. Aber ich habe auch eine Meinung vielleicht. Ja, Meinung ist wieder was anderes wie sozusagen der intellektuelle Schluss, den Sie draus haben. Wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben, ist Ihre Meinung nicht gefragt. Wenn Sie das machen, was Sie im Augenblick es machen und was Sie mir vorher zugesichert haben, ist Ihre Meinung nicht gefragt. Weil da können wir nachher reden, weil Sie haben sich ja zur Objektivität verpflichtet. Das schätze ich ja an dieser Sache. Wogegen man zum Beispiel bei der Tierschutztheorie, die sagt, wir tun ihnen nicht weh, wir schauen, dass es ihnen gut geht. Wir schauen diese Schmerzvermeidung, die ja eh nicht passiert, in der Landwirtschaft nicht, im Tiertransport nicht, am Schlachthof nicht. Aber die Tötung nicht in Frage stellen. Das gewaltsame Verkürzen des Lebens stellt nicht in Frage. Und da wird es dogmatisch. Das ist wissenschaftlich nicht aufrechtzuerhalten. Und ich möchte noch einen großen Philosophen zitieren in dem Zusammenhang. Der Kanitscheider, Bernulf Kanitscheider, einer der gebildetsten Menschen, den sozusagen Deutschland in den letzten 100 Jahren hervorgebracht hat, ein großer Philosoph. Und der hat gesagt, die Erarbeitung eines zeitgemäßen Weltbildes ist intellektuelle Pflicht. Mhm. Und da rufe ich die ganze Jugend auf, das ernst zu nehmen. Und Weltbild ist was anderes als Meinung. Ja.
Weltbild hat auf diesen erworbenen Fakten zu beruhen und das hat man permanent zu adaptieren, wenn man ernst genommen wird. Wenn man nicht ein Populist ist, wenn ich nicht Wahlen gewinnen will, sondern wenn ich wissenschaftlich ernst genommen werden will, dann habe ich sozusagen die Faktenlage ständig zu überprüfen, habe mich zu bilden, soweit es also möglich ist und aufgrund dieser Fakten mir ein Weltbild zu bilden. Apropos Weltbild, vielleicht sprechen wir es durch anhand Ihrer Entwicklung, weil Sie sind ja auch, Sie sind über die Jugend in Niederösterreich zum Jagen, zum Tierarzt sein gekommen. Ja. Über die Großwildjagd. Über die Großwildjagd, genau. Ja. Und dann hat sich bei Ihnen was getan. Ja. Wie war denn dieser Prozess? Beschreiben Sie mal da die Veränderung Ihrer Gefühlswelt. Warum hat sich das dann geändert? Ich habe es schon im vorigen Abschnitt ganz kurz erwähnt. Es war halt die Konfrontation mit dem Tod auf verschiedenen Ebenen. Das jagdliche Töten, das mir dann selber dann zu viel geworden ist. Die Jagdmöglichkeiten sind explodiert. Wie ich mit meinem Vater jagen gegangen bin, war es hauptsächlich Fleischerwerb und die Beute ein seltenes Ereignis. Wenn Sie dann Jagdreisen irgendwo hin machen, dann haben Sie Beute in Hülle und Fülle. Ich möchte nicht sagen, dass es ganz, ganz leicht ist, aber natürlich fahren Sie in ein Revier, wo es irrsinnig viel Rehwild gibt. Dass Sie dann in 3 Tagen 5 Rehböcke schießen, ist überhaupt keine Kunst, nicht? Weil Sie sehen ja genug. Wenn Sie nach Ungarn fahren, in ein gutes Revier, sozusagen gut meine ich einen guten Rehwildbiotop, wo noch relativ viel Rehwild vorkommt und sie sind nicht völlig ungeschickt, da sehen sie alle paar Minuten irgendwo einen Rehbock. Dann ist das sozusagen, dann ist noch die Frage, ob das überhaupt noch Jagd ist, wenn es das Auffinden und Aufstöbern von irgendwelchen Wildtieren ist. Ja. Darf ich das kurz zwischenfragen, weil Sie, das Jagen mit Ihrem Vater, das hat ja einen praktischen Nutzen noch. Hat einen praktischen Nutzen. Jagen gegangen für Fleisch, genau. Also eigentlich zum... Und hätte, ich möchte da nichts im Nachhinein schönreden, aber das war halt, das war ein natürlicher Zugang und da war der im Tierschutzgesetz erst im Jahr 2004 genannte vernünftige Grund des Tötens. Da. Fürs Töten eines Tieres braucht man einen vernünftigen Grund. Der ist leider sozusagen... Die Fleischproduktion ist per se ein vernünftiger Grund. Im Gesetz verankert ein vernünftiger Grund. Genau, das ist verankert, den brauchen Sie nicht hinterfragen. Und auch wenn Sie ein Drittel der Lebensmittel, wie wir wissen, wieder wegschmeißen vor Ende der Ablauffrist, schränkt denn den vernünftigen Grund nicht ein. Daher ist die Schweinehaltung, Puttenhaltung, Rinderhaltung nach dem Tierschutzgesetz immer ein vernünftiger Grund, um die Tiere zu töten. Und das wäre auch längst zu hinterfragen. Das ist nicht mehr zu akzeptieren in dieser Form. Aber bei dem Weltbild ist es so, ich bin natürlich, wie wahrscheinlich Sie, ist eine andere Generation, aber wahrscheinlich ist das auch noch so passiert, aber über Generationen hinweg sind wir in Mitteleuropa in einem christlichen Weltbild aufgewachsen. Egal wie gläubig sozusagen jetzt die persönliche Familie war, aber es war irgendwie römisch-katholisch, evangelisch, also christlich geprägt. Das ist einmal sozusagen Europa und man richtet sich hier oder vieles in den Gesetzen, in der Tradition, in der Lebensweise richtet sich nach diesen 3 abrahamitischen Offenbarungsreligionen, diesen monotheistischen Judentum, Christentum und Islam. Und in diesem Geist, in diesem christlichen Geist bin auch ich erzogen worden, wiewohl meine Eltern nicht besonders gläubig waren. Jemand, der aus russischer Gefangenschaft zurückkommt, hat also so da einen anderen Gott, Zugang. Und das hat als Kernsatz, auch wenn wir jetzt von Landwirtschaft reden und von Tieren reden, diese unglückselige Formulierung, dieses Dominium Terre, macht euch die Erde untertan. Auch wenn Wissenschaftler sagen, das ist falsch interpretiert, das heißt, macht euch die Erde nutzbar, was ja schon ganz anders, ganz was anderes wäre. Aber diese primitive Übersetzung, sage ich mal, macht euch die Erde untertan, hat sich durchgesetzt und dient, dominieren ein bisschen, ne? Dient als Legitimation für Raubbau an dieser Natur. Nicht nur an den Tieren, sondern auch an den Bodenschätzen, an dem Wald und so weiter. Das ist das, was uns bei dem Zusammenbruch der Artenvielfalt und bei dem drohenden Klimawandel auf den Kopf fällt. Das ist dieser Schlüsselsatz der Legitimation. Das entspricht natürlich einem vorwissenschaftlichen Weltbild. Und jetzt werden Sie, wie fast alle Politiker, Richter,
sonstige Leute, die in Führungspositionen sind und Entscheidungsträger sind. Ich traue mir zu behaupten, die allermeisten sind in diesem sozialen Umfeld sozialisiert. Es bedarf einer unglaublichen Kraftanstrengung, weiß ich aus eigener Erfahrung, sich beim Haarschopf aus diesem Sumpf selbst herauszuziehen. Da müssen sie viel lernen, viel nachdenken, müssen liebgewonnene Dinge über Bord werfen, verlieren Freunde, sind mit der Frage konfrontiert, ob die Menschen, die sie lieben, die Eltern, die Verwandten und so weiter, warum die so viel falsch gemacht haben. So hart darf man mit der Geschichte meiner Meinung nach nicht sein. Die haben immer in ihrer Zeit gelebt zum damaligen Stand des Wissens. Und das Wissen gerade im Bereich Umweltschutz, Ökologie, aber natürlich Tierschutz, Tierwissenschaften, Mensch-Tier-Beziehung ist in den letzten 30, 40 Jahren explodiert. Darum haben wir heute eine ganz andere Verpflichtung als die Generation vor uns, das bei intellektueller Redlichkeit umzusetzen und zum Durchbruch zu helfen. Es soll ja allen dienen. Wir dürfen ja nicht vergessen, Politik oder unsere Aktivitäten sind dann insbesondere gut, wenn sie eine bessere Zukunft bescheren, wenn sie uns allen dienen zu einem friedlicheren, zu einem besseren Leben. Ja, jetzt sprechen Sie ja von einem schmerzhaften Prozess, den Sie da auch irgendwie durchlaufen haben. Wie kann man denn den jetzt übersetzen und jemandem anderen, der vielleicht noch nicht so einen Zugang hat, ja, quasi schmackhaft machen? Das ist ja vollkommen richtig, aber es hat ja zwei Seiten. Ich habe von der schmerzhaften Seite gelesen, aber jeder, der eine Lust an Bildung hat, jeder, der eine Freude hat, das ist ja ein unglaublicher Erkenntnisgewinn. Man lernt sich ja selber dadurch kennen. Das sind eben, diese guten Werke haben ja Aha-Erlebnisse auf jeder Seite. Danke. Das ist ja wirklich, das für mich ist es spannend, wie ein Kriminalroman zu lesen. Ich brauche keine Kriminalromane mehr, seit ich mich mit Tierethik beschäftige, mit Verhaltensbiologie beschäftige. Das ist einfach fantastisch. Nur, was ich damit sagen wollte, es ist uns zu wenig bewusst, dass der Großteil unserer Bevölkerung in einem vorwissenschaftlichen Weltbild sozialisiert wurde, mit Dogmen. Nämlich das Dogma zum Beispiel, solange es den Tieren gut geht, ist alles in Ordnung. Töten dürfen wir sowieso, weil wir nennen sie ja eh Nutztiere. Das ist nicht in Ordnung. Das ist ein vorwissenschaftlicher Stand. Das können Sie in einer heute zeitgemäßen Diskussion mit einem in Tierethik gebildeten Menschen, haben sie noch einen zweiten Satz verloren, weil das ist eine Position, die sie nicht halten können. Das haben daher, wir tatsächlich am eigenen Leib erfahren. Nur Sie haben mal gesagt, grundsätzlich Tiere, Sie würden sie nicht nutzen. Ja. Aber wenn wir das tun und wir werden morgen nicht damit aufhören, Fleisch zu essen, wie kann denn das dann ausschauen? Kann das überhaupt irgendwie ausschauen in Ihren Augen? Oder ist dieser Tod, diese letzte Konsequenz, diese Macht, die wir uns rausnehmen, das, was eigentlich das ist, was nicht mehr geht? Das geht nicht mehr. Das müssen wir überwinden und mir ist es auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht. Mein pragmatischer Ansatz dafür wäre, und man kann nicht immer sagen, wir können nicht, in Österreich können wir das nicht tun, weil dann haben wir sofort den Import und dann werden es woanders gequält. Das mag auch stimmen, aber wir haben die gesetzlichen Möglichkeiten, dass halt das, was importiert wird, unseren Standards entsprechen sollte. Wir können auch kreativ in die Zukunft denken. Wir können ja eine vorbildliche Rolle einnehmen. Und es wird die Tierethik, dass die Nutzung der Tiere wahrscheinlich nicht so rasch beenden als der Zwang aufgrund des Klimawandels und der Zwang aufgrund des Artensterbens. Wir dürfen, um einfach ganz grob wieder mal Fallzahlen zu nennen, 80% der landwirtschaftlichen Flächen werden für Tierfutter eingesetzt. Damit produzieren wir knapp 20% der Kalorien, die wir brauchen. 20%, die restlichen 20% der Fläche nutzen wir pflanzlich und von dem beziehen wir 83% der Kalorien. Ja, was brauchen Sie denn noch als Argument bei einer wachsenden Weltbevölkerung? Darf ich Ihnen sagen, wie ich auf die Welt gekommen bin und ich sitze da mit grauen Haar, aber noch hoffentlich im Besitz meiner geistigen Kräfte mit 66 Jahren, aber wie ich auf die Welt gekommen bin, waren wir 2 Milliarden Menschen.
Es hat von Anbeginn der Menschheit bis 1830 gedauert, bis wir 1 Milliarde geworden sind. 1930 waren wir 2 Milliarden. Und angefangen hat es in den 1950er Jahren dann ganz steil nach oben zu gehen. Jetzt sind wir fast 8 Milliarden. Was brauchen Sie denn noch als Beweis, dass wir mit der Ressourcen, mit den knapp werdenden Ressourcen auf dieser Welt, die uns Lebensmittel produzieren können, können wir nicht mehr so umgehen. Wir können nicht in Tierfutter investieren. Das Modell, Fleisch zu produzieren, ist das ökologisch und ökonomisch schlechteste Modell, das Sie überhaupt haben können. Das ist nicht zukunftsfähig. Das hat überhaupt keine Chance. Wann steht denn die Jugend auf und sagt, ihr vernichtet unsere Zukunft? Also ich würde mir erwarten, die Jugend ist ja gebildet. Wann steht die endlich auf und sagt, verlasst euer vorwissenschaftliches Weltbild, bekennt euch endlich zu einem wissenschaftlichen Weltbild. Nur das, wir brauchen für unser Erklärungsmodell in dieser Welt keine Dogmen. Das wissenschaftliche Weltbild in der heutigen Form, auch wenn es hypothetisch ist und nicht endgültig, erklärt diese Welt sehr gut. Und da wissen wir, was zu tun ist und womit wir zurechtkommen. Und ich bin sozusagen ein Bildungsfanatiker und ein Vertreter, dass endlich die Leute das wissenschaftliche Weltbild beherzigen. Wir haben ja Länder, die stellen die Evolutionstheorie in Frage. Wir haben massive Gruppen in Amerika, die die Evolutionstheorie gleichwertig mit der Schöpfungstheorie in der Schule unterrichtet haben. Die Evolutionstheorie ist die am besten wissenschaftlich abgesicherte Hypothese überhaupt, die wir haben. Also Leute, werdet munter. Vor allem Jugend, werd's munter. Die Lösungen haben wir ja. Heruntergebrochen jetzt auf die Tiere hier. Ich glaube, dass Österreich gut beraten wäre in der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft über alles, alle Förderung dieser Welt für die Landwirtschaft. Sie produzieren unsere gesunden Nahrungsmittel, hoffentlich. Und das ist unser allgemeines Interesse und da haben wir sie voll und ganz zu unterstützen. Aber nicht die Tierhaltenden. Die sind kontraproduktiv. Und nachdem die hineingeschlittert sind, das geerbt haben, Investitionen gemacht haben, kann man die ja nicht verteufeln jetzt. Jetzt wäre, und das ist die politische Frage, machen wir alles, dass sie aussteigen können? Zahlen wir denen jahrelang irgendwelche Unterstützung, dass sie die dürfen keine finanziellen Einbußen haben, aber sie müssen aus diesem grausamen System heraus, sie verdienen ja in der Schweinehaltung zum Beispiel eh nichts. Das hängt eh an so einen seidenen Faden. Wenn ich da zwischen 7 und 15 Euro pro Mastschwein am Ende überhaupt, wozu mache ich diese Rieseninvestition? Wozu quäle ich die Tiere? Wozu ruiniere ich die Umwelt mit dieser Gülle, die ich produziere, mit importierten Futtermitteln? Ich meine, ich sage ihnen ja nichts Neues, wenn ich sage, die tierhaltende Landwirtschaft in Europa ist nicht nachhaltig. Wir importieren Futtermittel aus Nord- und Südamerika, um hier Tiere zu quälen, die wir am Weltmarkt mit Unterstützung verschenken und die Gülle bleibt bei uns. Was jeder Mensch, der vernünftig denkt, sagt ja Ende mit dem Spiel. Ja, und das ist so der Übergang zwischen Wissen und Bewusstsein. Ich glaube, wir wissen sehr viel, aber dadurch, dass wir so weit weg sind davon, ist es uns nicht daher bewusst. Die Bildung oder die Erarbeitung eines zeitgemäßen Weltbildes ist intellektuelle Pflicht. Das würde ich sagen, für jeden gebildeten Menschen gilt das. Das darf man einfordern von den Menschen. Wie macht man das? Indem man Da müssen Sie Bildungswissenschaftler fragen, da habe ich zu wenig Ahnung, das ist nicht mein Fach, aber ich glaube, dass mir Neugierde und Interesse wecken kann und dass man den Leuten auch sagen muss, wenn ihr an der Überlebensfrage der Menschheit qualifiziert mitreden wollt und wenn ihr euch selber umschauen wollt, wie eure Chancen und die Chancen eurer Kinder und Enkelkinder sind, dann tut ihr gut daran, wenn ihr euch in diese Richtung bildet, dann seid nicht darauf angewiesen, dass jeden Zeitungsartikel alles glaubt, dann könnt ihr kritisch denken. Aber es liegt so klar auf der Hand. Es muss dann nur klar sein, das ist genauso wie bei der Anti-Rauch-Kampagne, wo es gerade Österreich ein unrühmliches Beispiel gibt. Aus politischen Kleingeldwechseln
war Österreich eines der letzten Länder, was dann irgendwann einmal das Rauchverbot durchgesetzt hat. Dann durfte man noch Umbau und so weiter. Sie kennen das alles. Es ist ein Musterbeispiel wie bei einer klaren Faktenlage, bei einer wissenschaftlich eindeutig klaren Faktenlage herumgeeiert wurde. Und im Tierschutzbereich finde ich eine unglaubliche Parallele. Da wird wir wissen alles besser und aus Rücksicht auf eine kleine Gruppe eiert man herum. Aber auch hier muss ich zur Präzisierung sagen, um Gottes Willen, mein Feindbild, ich habe da überhaupt kein Feindbild, sondern ich will, dass wir gemeinsam eine Entwicklung durchmachen in eine bessere Zukunft. Und daher müssen wir, das ist jetzt so modern, keiner bleibt zurück, wir nehmen alle mit, daher müssen wir die jetzt tierhaltenden Betriebe mitnehmen, mit Unterstützung, mit Fördermaßnahmen, mit Umstiegsmöglichkeiten. Da kann man drüber politisch diskutieren, ob man ja jetzt 3 Jahre oder 5 Jahre was zahlt oder wie lange man das macht. Ich will nicht, dass die auf der Strecke bleiben, aber ich will, dass das System endlich einmal geändert wird. Ist in Ihren Augen jetzt die Landwirtschaft ohne Tiere, ohne Nutztiere überhaupt möglich? Ich bin da kein Experte. Ich verlasse mich auf die Literatur. Im Dachboden. Ne? Und genau, auf das gesammelte Wissen am Dachboden. Okay. Die bio-vegane Landwirtschaft funktioniert. Und ich habe so für mich auch ein Gedankenexperiment. Die Geschichte der Menschheit. Wir sind in 2 oder 3 Entwicklungswellen von Afrika ausgewandert und haben die Sesshaftwerdung nach Jahrmillionen Entwicklung der Menschheit. Dann kann man immer sagen, ab wann gelten sie dann als Hominiden und was ist dann. Aber wir haben halt mit großen Primaten eine lange gemeinsame Geschichte und dann geht es halt irgendwo über einen Homo erectus, Homo habilis, Nebenlinie Neandertaler zum Homo sapiens, eine maßlose Überzeichnung ist dessen, was wir sind, weil so denken sind wir leider nicht. Eine geschichtliche Entwicklung, die sozusagen, wenn man von den ersten Ursprüngen, wo man sich von den Primatenlinien getrennt hat, 2 Millionen Jahre zurückreicht. Aus dem Zwischenstromland ausgehend vor 12.000 Jahren, also zwischen Euphrat und Tigris, hat die Sesshaftwerdung begonnen und damit auch die Landwirtschaft. Und die ist in England irgendwo vor 7.000 bis 8.000 Jahren angekommen. So lange hat es also gedauert, 5.000 Jahre hat es gedauert, bis es über den europäischen Kontinent drüber gezogen. Das heißt, das ist alles so eine wahnsinnig kurze Entwicklung. Und dann haben wir in dieser Zeit funktionierende Ökosysteme gehabt, Wildtiere, keiner hat gesagt, da brauchen wir jetzt zusätzlich irgendwo einen Dünger oder sonst was, alles ist gewachsen, sodass Menschen sich entwickeln konnten, die sind vielleicht aus Krankheiten oder kriegerischen Auseinandersetzungen, Gewalt immer wieder weniger geworden, vielleicht auch Seuchen. Warum soll eine bio-vegane Landwirtschaft auf einem Planeten nicht funktionieren, der Jahrmillionen ohne menschliche Intervention, ohne merkliche menschliche Intervention funktioniert hat? Ja, da könnte man jetzt argumentieren, wir sind halt mehr geworden. Sie haben selber gesagt, wir sind mittlerweile knapp 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und haben ja damals angefangen, Landwirtschaft zu betreiben, um uns zu ernähren. Und mit der Landwirtschaft ist auch die Bevölkerung quasi exponentiell gewachsen. Warum? Weil wir halt Tiere gehalten haben und deren Exkremente als Dünger wieder auf die Felder gebracht haben, um die Nährstoffe wieder einzubringen und das Ganze im Kreislauf zu führen. Inwieweit die Tierhaltung da wirklich der wesentliche Bestandteil ist, darüber lässt sich trefflich streiten, da werden wir auch zu wenig wissen. Der Pflanzenbau wird wohl eine sehr, sehr große Rolle gespielt haben, weil einfach pflanzliche Samen wesentlich besser konservierbar sind und Fleisch ja nicht konservierbar ist oder damals nicht konservierbar war, auch Milch nicht konservierbar war. Also wenn man von frühen Käseproduktionen, also das pflanzliche Produkt war natürlich immer die wesentlich solidere Grundlage, um über den Winter zu kommen. Wobei das natürlich auch schon eigentlich ein bisschen eine Sackgasse war, weil der Mensch kommt aus den Steppen Afrikas, hat dann Gunstlagen besiedelt und die Leute haben bis heute weniger Vorratsdenken wie wir. Erst wenn man in unwirtliche Gegenden vorgedrungen ist, das ganze Planen, die ganze Gier, das ganze Anhäufen, das ganze Nicht-Genug-Kriegen wurde erst befördert durch
Vordringen in unwirtliche Gebiete, wo es eine Überlebensfrage war, genug Vorräte über den Winter zu haben. Mhm. Und das, genug Vorräte, ist halt, man kann gar nicht genug Vorräte haben und auf der anderen Seite, heute kann man gar nicht genug Geld haben. Das ist aber eine Entwicklung, die der Mensch sozusagen, das ist eigentlich eine paradoxe Entwicklung. Der Mensch in den günstigen klimatischen Zonen hat das bis heute nicht, rund um den Äquator, und in den Randzonen, wo das Leben eigentlich völlig ungünstig war, das hat sich zum dominierenden Wirtschaftsmodell entwickelt. Ist wirklich äußerst paradox. Aber ich muss zurückkommen, es ist nicht mein spezielles Fachgebiet, aber ich lese immer wieder, weil es mich interessiert, weil es eine Kernfrage ist, und Experten, und da habe ich auch noch natürlich, so wie ich bei verschiedenen anderen Fragestellungen, entscheidenden Fragestellungen der Menschheit, Hoffnung und Vertrauen in die Wissenschaft habe, biovegane Landwirtschaft funktioniert, und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir mit unseren Fähigkeiten das so hinkriegen, dass das wirklich gut funktioniert, für uns alle gut funktioniert. Immer bedenkend, dass 80% der Flächen, die wir jetzt für das Tierfutter nutzen, als Spielraum für die Natur oder für unsere pflanzliche Produktion zur Verfügung stehen. Das heißt, wir brauchen pro Hektar nicht unbedingt die Leistungen, die wir jetzt haben, weil wenn das Viehfutter wegfällt, braucht man gar nicht so viel Flächen. Haben wir ja unglaublich viel Flächen zur Verfügung. Da muss also der Ertrag auf der einzelnen Fläche jetzt nicht so groß sein. Also da haben wir unglaublichen Spielraum. Es gibt immer auch das Argument, grundsätzlich Tierhaltung auf Flächen oder mit Futter, das auf Flächen angebaut wird, die für den Menschen zur Verfügung steht, ja, ist sowieso völlig irrsinnig. Ja. Aber es gibt natürlich auch die einzelnen Flächen, die Grasflächen, die ja nur für Tiere nutzbar sind. Ja. Das würde ja dann quasi wegfallen, wenn es keine Tiere mehr gäbe. Ja. Was war vorher? Ja. Was war vorher? Das heißt also, wir hätten im Zusammenhang mit Artenvielfalt und mit Regeneration der Natur, kann uns ja gar nichts Besseres geben, wie wenn wir sozusagen, sagen wir mal, soweit ich mir das erlesen habe, sollten wir etwa 30% der Landflächen außer Nutzung stellen und der Natur sowieso völlig zurückgeben, um eine intakte Natur zu haben, um die Artenvielfalt nicht zu gefährden. Das heißt, wir können einmal einen großen Teil des Grünlandes, den wir heute nutzen, für Fleischproduktion und Milchproduktion, wobei uns das ja nicht genügt. Es gibt ja keine Milchkuh mehr, die mit den Heu und den Gras auskommt. Die werden ja alle massiv mit Kraftfutter zugefüttert. Sie haben ja heute Milchleistungen, ne, von 10.000 Liter. Das ist überhaupt ist keine Diskussion. Wie ich studiert habe, wurde ein Bauer gefeiert und hat das Tafel an der Stallwand gehabt, wenn er 3.000 Liter, wenn er Kuh gehabt hat mit 3.000 Liter Jahresleistung. Das ist in einer Generation passiert, diese Qualzucht in der Landwirtschaft. Das ist ja, das ist alles, wenn man es abstrakt betrachtet, ist das alles Wahnsinn. Mir ist natürlich bei pragmatischer Zugangsweise völlig klar, dass wir das nicht von heute auf morgen schaffen. Wir müssen immer, wenn wir was anderes wollen, müssen wir den Menschen eine tragbare Alternative anbieten. Wir können sie nicht vor vollendete Tatsachen sagen und sagen, das geht nicht. Wenn ich sage, das geht nicht, muss ich eine vernünftige Alternative anbieten. Und da muss man schon sagen, wenn wir den Weg wählen, über den sogenannten, es muss nicht jeder Vegetarier und Veganer werden, obwohl er sich selber was Gutes tut, das ist tierleidfrei, für die eigene Gesundheit ist es sehr gut und für die Umwelt ist es das Beste, für einen CO2-Fußabdruck ist es das Beste, was er machen kann. Wenn wir zurückkehren zu diesen sogenannten Flexitarier, das heißt so circa einmal in der Woche Fleisch essen, das wird wohl eine realistische Möglichkeit sein in den nächsten Jahrzehnten. Wir essen ja nach neuesten Erhebungen 1,2 Kilogramm Fleisch in der Woche. Die Ernährungsempfehlung sind maximal 200 Gramm in der Woche, nicht am Tag. Das heißt, wir essen eigentlich täglich den Bedarf, den man in einer Woche essen soll. Das stellen Sie sich einmal vor, wenn es statt 1,2, wenn es ein Sechstel des Fleisches nur gebraucht wird. Na, dann schickt man halt auf die Graswiesen oder auf die paar Almen, schickt man halt noch ein paar Schafe, Rinder, Ziegen, können auch nebenbei, lassen die leben, solange sie leben,
bis sie wirklich alt sind, nehmen vielleicht ein bisschen eine Milch, obwohl ich persönlich ein Milchgegner bin, den Leuten ist nicht bewusst, was Milch letzten Endes, wenn man es genau betrachtet, also für mich ist ein ekelhaftes Produkt. Weil hohe Zellzahlen, hohe Keimzahlen, die wir nur mit Schock erhitzen, pasteurisieren und so weiter draus bringen, weil die Rinder hohes Somatotropin haben, Wachstumshormon im bedenklichen Ausmaß. Es ist gemacht für Jungtiere in der größten Wachstumsphase. Es ist für einen erwachsenen Menschen, der ein paar Krebszellen hat, das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Und wir alle wissen nicht, wir produzieren täglich Zellen, die irgendwie abartig sind und unsere Autophagie, unser Immunsystem schafft es, sie immer wieder wegzuräumen, bis es einmal nicht mehr schafft. Aber mit zunehmendem Alter wird die Wahrscheinlichkeit immer größer. Also, und dann haben sie immer Hormone drinnen, über die reden nie. Kühe sind immer trächtig. Sie haben immer Schwangerschaftshormone drinnen. Ob das für einen erwachsenen Menschen gut ist, wage ich zu bezweifeln. Wir haben heute eine Riesenlobby, die das protegiert. Und die, so wie in der Tabakindustrie oder so wie die Erdölindustrie gegen die Fakten in der Klimawandel kämpft, kämpft auch eine Milchindustrie gegen die Fakten. Aber es gibt ausreichend wissenschaftliche Literatur, die Milch für sehr bedenklich halten. Und wie gesagt, wenn man weiß, wie sie gewonnen wird, wenn man weiß, was subklinische Mastitiden sind, noch nicht erkennbare Euterentzündungen. Wenn Sie eine Herde haben mit 100 Kühen, dann haben Sie sicher 10 davon mit einer subklinischen Mastitis, mit einer sich anbahnenden Euterentzündung, bei diesen hoch überzüchteten Eutern, die wir heute haben. Das heißt, da haben Sie einen erhöhten Zellgehalt und erhöhten Keimgehalt, haben Sie bis zu Euterbakterien alles drinnen. Und in vollautomatisierten Milchstraßen, na ja, schauen Sie sich das einmal an. Also ich kenne das System, ich muss sagen, die Milch wird nur hochgelobt, ist ein äußerst bedenkliches Produkt und mir geht es darum, die Menschen sollen gesund bleiben und vor allem die Milch, das System Milchwirtschaft, wie wir es heute haben, ist unglaublich grausam. Ist die Milch an sich, sagen Sie, die Milch an sich, ich halte die Milch bedenklich. Bedenklich. Zumindest für bedenklich. Es gibt eine Reihe von validen wissenschaftlichen Aussagen, die sie hochbedenklich halten. Ich halte es unhygienisch. Die kann man natürlich pasteurisieren. Aber es muss ein Recht sein, dass da vorher hohe Zellzahl und hohe Keimzahl drinnen war. Das kann ich herausschleudern, herauszentrifugieren. Durch Erhitzen kann ich vieles reduzieren. Aber grundsätzlich war es einmal drinnen. Und dann haben wir immer einen Hormongehalt drinnen, einerseits das Wachstumshormon, andererseits die Schwangerschaftshormone der Kuh, über die wir nie reden. Die mögen in einem kleinen Bereich sein, aber wenn man weiß, was winzigste Mengen an Hormonen im Gehirn, in einem Organismus ausmachen, das kenne ich ja von der Therapie her. Also es war für mich schon als junger Tierarzt faszinierend, wie es mit 2 Milliliter Rompun, 2 Milliliter, 2 Milliliter Rompun an 800 Kilo Stier ruhig stellen. Sie spritzen ihm das in die Vene und nach einer Viertelstunde steht er da mit gesenktem Haupt, Speichel rinnt ihm aus dem Maul und der rührt sich nicht mehr. Das ist ein Hormon. Nein, das ist kein Hormon, das ist ein Medikament. Aber eine kleine Dosis. Aber eine ganz kleine Dosis auf dieses Riesentier. Hormone wirken noch viel, viel radikaler. Das weiß jeder, der ein Schilddrüsenproblem hat. Und der Thyrex, das ist im Nanogrammbereich. Wenn Sie Schilddrüsenprobleme haben und Sie nehmen in der Thyrex oder nicht, was das für Stimmungsschwankungen bis hin zu schwersten Depressionen, dann wissen Sie, was kleinste Mengen im Körper ausmachen. Darum sind wir ja auch nicht Herr in unserem eigenen Haus, hat Siegfried Freud gesagt, wir sind also doch biologische Apparaturen, die also da sehr, sehr beeinflusst sind. Nutzen wir vielleicht das Thema Milch, weil wir gerade dabei sind, um thematisch da etwas zu bündeln. Ja. Vegane Ernährung steht ja immer wieder in der Kritik, dass es zu Mangelernährung führt. Ja. Sie wissen, glaube ich, auf was die Frage hinausläuft. Möchten Sie da ein bisschen erklären, was es mit dieser Kritik auf sich hat und wie Sie das beantworten würden? Ich würde das so beantworten, der Mensch ist ein unglaublicher Nahrungsgeneralist. Er kommt von Indien her, also von Indien wissen wir, dass hunderte Millionen Menschen vegetarisch bis vegan wunderbar leben können. Und wir wissen es dann bis zu den Inuit,
Eskimo darf man nicht mehr sagen, politisch nicht korrekt, dass sie praktisch mit einer reinen Fischfleischdiät auskommen, ohne Gemüse, ohne allem, gibt ihr Lebensraum nicht her. Aber keiner fragt, wie alt werden die, wie gesund sind sie, aber sie leben eine Zeit lang, zumindest bis ins Fortpflanzungsalter leben sie. Der Mensch ist ein unglaublicher Nahrungsgeneralist, der sich wahnsinnig anpassen kann. Ist ja unsere große Hoffnung und Chance für die Zukunft. Für ein gesundes, langes Leben, wie wir uns das heute wünschen, 80 Jahre und drüber und noch fit zu sein, bedarf es einer ausgewogenen Ernährung und keiner allzu großen Ernährungsfehler, wobei die frühere Generation, meine Eltern, Großelterngeneration, bei Ihnen wahrscheinlich genauso, ja, gegenüber uns heute, viel gesünder gelebt haben mit ihrem Hausgarten, mit dem Gemüse, mit selten Fleisch und haben eine Nahrungsvielfalt gehabt. Die hatten weniger Salz und noch viel, viel weniger Zucker. Das heißt, der Mensch hält sehr, sehr viel aus. Aber wenn jemand sich heute konventionell ernährt, dann haben wir das so, dass schon in der Jugend ein Drittel übergewichtig ist und im Erwachsenenalter nahezu jeder zweite Übergewicht hat. Na, wenn Sie das so akzeptieren wollen oder als ideale Lebensform sehen wollen, die heutige Ernährung steht also schwer in Kritik. Man wäre sozusagen bei dieser Fülle an Nahrungsmitteln angeboten, nicht selektiv vorgeht, sondern wenn immer Schokolade und Pizza und Pommes frites isst, so viel ihm schmeckt, wird er das im Alter bezahlen. Mit Gicht, mit Koronarverschluss, also mit Gefäßverschluss, mit allen möglichen Zivilisationskrankheiten, Zuckerkrankheit, Typ 2 Diabetes ist die Krankheit der Zukunft in Amerika heute schon. Bei uns auch schon und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aber wir haben ja, wir sind ja quasi, bitte. Ja, darf ich das noch kurz ausführen? Entschuldigung, aber weil Sie mich gefragt haben, wie ich diesen Veganismus da. Das heißt, ich wollte eigentlich mit diesem langen Vorgespräch sagen, in dieser Fülle dieses Riesennahrungsangebotes, das noch nie so groß war wie heute, ist jemand gut beraten, wenn er da durchnavigiert und sich unglaublich freut, welches Produktangebot er an Gemüse, an Pflanzen, an Früchten hat und von mir aus auch welchen gut schmeckenden Käse. Ich habe ja nie gesagt, dass Käse nicht gut schmecken kann. Ich habe auch nie gesagt, dass Fleisch eventuell nicht gut schmecken kann. Mir schmeckt es nicht mehr, weil es ist im Prinzip genau nach dem Geschmack, was Gewürz drauf geben. Ein hygienisch einwandfreies Fleisch schmeckt eigentlich noch fast gar nichts. Es wird erst so, wenn Sie ein Gewürz drauf geben. Außer Sie geben es schon nahezu der Fallnispreis. Dann hat es einen gewissen Eigengeschmack. Aber das Fleisch, ein hygienisch einwandfreies Fleisch, hat nahezu keinen Eigengeschmack. Die Engländer sagen auch, oder Amerikaner sagen auch, bei irgendetwas, was noch nicht schmeckt, tastes just like chicken. Also noch gar nichts, wenn es eine Zitrone drauf geben kann. Gut, und jetzt schließe ich den Kreis zur vegetarischen Ernährung. So wie sich ein Omnivore aus dem Nahrungsangebot, wenn er vernünftig ist, Omnivore. Wenn er, dass er sich so einen geeigneten Speiseplan zusammenstellen muss, muss das nicht natürlich der Veganer auch. Aber er wählt heute aus einer unglaublichen Fülle von Produkten, die er sich sinnvoll zusammensetzen kann. Wenn er, so wie ich auch, familiäre Erinnerungen hat, die er sozusagen mit Fleischkonsum verbindet, die schön sind, na, dann kaufe ich mir so ein veganes oder so ein Seitan-Steak, schmeckt mir mittlerweile besser wie anderes, gib einen Pfeffer drüber. Das ist eine kindliche Erinnerung, aber es ist halt ein Weizenprodukt und es schmeckt mir genauso gut mit einem Kartoffelpüree. Oder es gibt so Hühnerschnitzel, vegan, paniert, das mit einem gescheiten Kartoffelsalat. Also das gebe ich zu, das esse ich einmal im Monat, aber einfach eine Erinnerung an den Sonntagsmittagstisch. Ich leugne das ja nicht. Ungeschickt wäre nur sowas zu essen. Aber als Veganer hat man, also seit wir vegan essen, vegetarisch ursprünglich und dann vegan, ist die Nahrungsvielfalt auf unserem Teller viel größer geworden. Wir essen besser wie jeder andere. Das ist liebevoll zusammengestellt. Es gibt unglaublich viel attraktive Produkte und um das kommt keiner umhin. Und dass sie dann bei der gesunden Untersuchung sozusagen den Mineralstoffhaushalt kontrollieren lassen und B12. Und da muss ich sagen,
Also ich lasse mir B12 immer messen, bin immer im mittleren Bereich, obwohl ich so vegan als möglich lebe. Das heißt aber, wenn ich wo eingeladen bin und die Leute wissen, die kennen nicht zu unterscheiden, viele zwischen vegetarisch und vegan. Jetzt bemühen sie sich eh schon vegetarisch zu kochen. Und ob da jetzt bei den Nudeln der Ei dabei war oder was, hinterfrage ich dann nicht. Oder wenn sie wo ein Parmesan drüber reiben, ich würde es zu Hause nicht machen, aber ich schicke das nicht zurück. Also auch ein pragmatischer Zugang. Muss man. Also, oder wenn ich in ein Hotel fahre oder irgendwo dann beim Frühstücksbuffet, okay, dann ist halt einmal in den Kuchen vielleicht auch ein Ei da. Mein pragmatischer Zugang ist, dass ich außer Haus bereit bin, auch vegetarisch zu essen und zu Hause versuche ich vegan zu essen. Und jetzt sage ich Ihnen noch was zu Mangelerscheinungen und Mangelernährungen. Man hat das in Indien noch studiert, warum die Leute gesund sind bei veganer Ernährung. Und der Schlüssel ist ein Aha-Moment. Es sind die Insekten im Getreide. Die haben einen unvermeidlichen Anteil von 3-4% Insekten. Protein. Die halt Schädlinge sind im Getreide. Die Schädlinge im Getreide sind. Und das scheint auszureichen, um schwere Mangelerscheinungen zu vermeiden. Aha. Und wir haben vielleicht nicht 3% oder 4%, aber 1% haben wir auch. Ja, probieren Sie mal, fahren, ne? Nehmen Sie mal ein Müsli und machen Sie die Müsli-Packung auf und schauen Sie noch 2 Monate wieder rein. Da fliegen die Motten heraus. Ja. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Aber wissen Sie, hundertprozentig ist auf der Welt gar nichts. Aber diese Verunreinigung ist paradoxerweise offensichtlich genau der gesunde Anteil, der vor Mangel schützt. Mhm. Wenn man sagt, man soll beim Gemüse einmal ein bisschen Erd drauf lassen, das ist natürlich. Ja auch nicht schlecht. Ne? Also es gibt ja eindeutig diese Studien zu Allergien, dass übertriebene Hygiene, also Kinder in der Stadt mehr zu Allergien neigen. Kinder, die in bäuerlicher Umgebung, ländlicher Umgebung mit Erde, vor allem mit Parasiten, mit Tieren Kontakt haben, entwickeln ein viel robusteres Immunsystem. Also ich nehme jetzt quasi zur Kenntnis, Sie geben ja Entwarnung, vegane Ernährung ist nicht gefährlich. Vegane Ernährung ist heutzutage überhaupt nicht gefährlich, zumal es von der Zahnpasta mit Vitamin B12, die ich zum Beispiel verwende, wenn es gleich auf der Mundschleim hat, bis zu Sojaprodukten, die wir haben, die Alprosoe-Milch ist mit Kalzium und Vitamin B12 angereichert. Dieses Functional Food wird ja in Zukunft eine große Bedeutung haben und da bin ich ja völlig offen dafür, weil wir einfach, was ist es, dass man Jod zugesetzt hat in unser Speisesalz? Ist das erste Functional Food, das hat man erkannt und da redet man nicht über Veganismus, sondern es gibt einfach Dinge, die wir wissenschaftlich nachweisen können und das ist gescheit für die Leute, wenn man das so macht. Aber deswegen muss ich nicht Fleisch essen, ganz sicher nicht. Außerdem werden wir, ich sehe mit großer Freude eine disruptive Entwicklung im Bereich der Milchproduktion, weil Milchwirtschaft, den Leuten wird es immer mehr bewusst, wie grausam so ist, die Kälber sofort weg von den Müttern, die Mütter immer künstliche Besamung, immer im Schwangerschaftszustand zu halten, sie so auszumergeln, dass mit 3-4 Lebensjahren fertig sind, nach 3,5 Laktationsperioden im Schnitt sind sie fertig. Qualzucht ist das, das kann man nicht akzeptieren. Daher gibt es Hafermilch, Mandelmilch, Sojamilch, da sind manche aus Umweltschutzgründen besser, andere schlechter. Ich selber bin ein großer Freund der Hafermilch, Bio-Hafermilch ist ein fantastisches Produkt. Kein Mensch braucht eine Kuhmilch. Die gescheiten Molkereien heute machen alle eine Schiene auf mit Hafermilch oder mit Pflanzenmilch. Und Sie werden sehen, in 20 Jahren ist das System zusammengebrochen, weil diese Milchproduktion keiner mehr macht. In Amerika ist jetzt im Zuge... 2 Jahrzehnte, sagen Sie. Bitte? 2 bis 3 Jahrzehnte. In 2 bis 3 Jahrzehnten ist das gegessen, genauso mit dem Cultured Meat. Mit Kunstfleisch ist vielleicht ein abschreckendes Beispiel. Es ist echtes Fleisch. Wir haben heute halt das Problem noch, dass die ursprüngliche Produktion nur mit Kälberserum möglich war und daher wieder mit Tierqual letzten Endes verbunden. Aber es wird international geforscht in anderen Medien und da ist man schon sehr weit. Und das wird die Leute, die gerne Fleisch essen, wird sie von der ethischen Diskussion völlig befreien, weil es ist Cultured Meat aus Zellen gewonnen. Da brauche ich nicht ein ganzes Tier töten.
ist auch von der Verwendung und Verschwendung der Ressourcen, also wesentlich weniger Wasserverbrauch, über den haben wir noch gar nicht geredet, was bei der Fleischproduktion Wasserverbrauch ist. Das ist eine große Zukunft und pflanzliche Alternativen, die ja geschmacklich unglaublich knapp dort sind. Eine Wurst ist ja ein hochtechnisches Produkt mit dem grauslichen und krebserregenden Bökelsalz, das nur akzeptiert wird, weil ohne Bökelsalz hätten wir die Lebensmittelvergiftungen. Darum gibt es ja den alten Spruch bei der Münchner Weißwurst, die darf es Zwölfeleuten nicht hören, hat man immer gesagt. Das ist nämlich eine Wurst ohne Bökelsalz und mangels Kühleinrichtungen früher hat man die in der Früh gemacht und die musste bis zum Mittag gegessen werden. Sie kennen vielleicht den Spruch. Solche Wurst darf also das Zwölfeleuten nicht hören. Heute ist das Wurst mit den Kühlmöglichkeiten. Aber ein wahnsinniges Gesundheitsproblem in der Wurst ist eben das Bökelsalz. Diese Dinge, und da geht man so drüber hinweg, das essen die Leute dreimal am Tag. Und wenn jemand dann ein pflanzliches Produkt isst, wie ich zum Beispiel gelegentlich so ein pflanzliches Hühnerschnitzel, dann sagen sie, ja, ist ein hochtechnologisiertes Produkt und es kann ja nicht gesund sein. Ja. Sage ich, ja, wenn es einmal im Monat ist und wenn es mir schmeckt, ist kein Problem. Du mit deinen Schinken in der Früh und dreimal am Tag noch eine Wurst dazu, red einmal oder denk einmal nach, worüber du redest. Das nicht? Wäre jetzt auch, glaube ich, unsere beider nächste Frage gewesen. Ja. Probier mal, schau mal. Der Zugang einfach, weil die Gedanken, die ich mir auch mache, sind natürlich, in die Richtung tendiere ich immer mehr persönlich, dass ich mir überlege, okay, wie kann ich da meinen Weg finden, weil eigentlich möchte ich nicht wirklich, dass ein Tier stirbt, damit ich essen kann. Und wenn es dann eben um diese hochverarbeiteten Dinge geht, wie Sie sagen, das Würstel, das so tut, als wäre es ein Würstel, dabei ist es, ich weiß nicht was, pflanzliches, dass ich das eigentlich auch nicht möchte. Also ich bin beim Gemüse und beim Getreide wunderbar dabei, aber diese hochprozessierten, wo wir dann ja wieder in andere ethische Konflikte kommen, die irrsinnig viele Ressourcen brauchen, eine Milch aus Mandeln, die aus Anbaugebieten kommen, wo die Leute kein Wasser mehr haben, damit die Mandel wachsen kann, damit hätte ich zum Beispiel ein Problem, das wirft eben wieder andere ethische Fragestellungen auf. Ja. Deshalb meine Frage an Sie, wie können wir denn mit allen Aspekten der Nachhaltigkeit und der Ethik in Zukunft alles essen? Richtig machen. Nach bestem Wissen und Gewissen. Sie werden nie alles richtig machen können und ein befreundeter Philosoph und Tierethiker, Professor Grimm aus Wien, sagt immer, keiner kommt mit weißer Weste raus. Wir leben auf dieser Welt und ich weiß natürlich auch, dass im Getreidebau Mäuse getötet werden, beim Anbau, bei der Ernte, aber fürs Tierfutter nur viel mehr. Also jeder, der ein Kilo Rindfleisch isst, für das man 12 Kilo Getreide braucht hat, der multipliziert das nur um Faktor 12, die Mäuse, für deren Tod er verantwortlich ist. Also es kommt niemand mit einer weißen Weste heraus. Ich bin ganz bei Ihnen, bei der Pflanzenmilch, da bin ich schon natürlich dafür, dass sollte man sorgen für nachhaltige Produktion, hier im Lande, wenn es geht, da ist Hafermilch oder in Zukunft, wir brauchen ja nicht nur Soja, obwohl wir ja Biosoja in Österreich haben, aber es wird auf die Lupine und auf die Erbse wird viel gesetzt. Das sind ja höchstwertige Produkte und gerade die Erbse hat eine Riesenzukunft und man schätzt halt, dass, also da sind wir wieder bei den 20 Jahren, im Jahr 2040, 60% des Anteils, den wir heute als Fleisch konsumieren, pflanzlich oder Cultured Meat ist und nur mehr 40% wirkliches Fleisch, wenn überhaupt. Also ich bin der Meinung, dass uns das sehr, sehr rasch einholen wird und ich glaube auch, dass die Landwirtschaft gut beraten wäre, die tierhaltende Landwirtschaft die Scheuklappen wegzunehmen. Leute, das hat keine Zukunft ohne diesen enormen Subventionen, die ihr drauf habt. Oder man bremst ja auch die Pflanzenmilch mit einem Mehrwertsteuersatz. Die Kuhmilch, die tierquälerisch erzeugt ist, die Ressourcen vergeudet, die ein bedenkliches Produkt ist, die wird mit einem bevorzugten Steuersatz verkauft und die Pflanzenmilch hat den normalen Mehrwertsteuersatz. Das geht nicht. Da muss auch die Politik umdenken. Ich kann doch nicht den zukunftsweisenden Technologien die Startchance nehmen, nur weil ich da irgendwen begünstige. Eine ganz kleine, wir dürfen nicht in Geiselhaft dieser kleinen Lobby sein, die uns an Maßnahmen hindert, die Tierleid reduzieren, Umwelt schonen und mehr für die Gesundheit der Menschen bringen. Ich habe es jetzt schon fünfmal aufgeschrieben, dreimal eingeriegelt auf meinen Zettel und ich kann es schon fast nicht mehr finden. Sie haben vom
intellektueller Redlichkeit gesprochen. Jetzt sind wir ja wieder bei diesem Punkt. Sie sagen, auf der anderen Seite gibt es Lobbys, die bringen das rein, man müsste die Sachen eigentlich anders machen. Wo ist denn dieser Ort, wo diese intellektuelle Redlichkeit stattfinden soll? Wo kommt es denn dazu? Also ausgehend, glaube ich, müsste sie vor den Universitäten. Ich denke schon, dass der genuine Ort dafür die Bildungseinrichtungen sind. Und je höher die Bildungseinrichtung, desto höher der Auftrag. Ich glaube auch schon, dass man wahrscheinlich im Gymnasium bis zur Matura das auch machen muss, an die intellektuelle Redlichkeit zu appellieren oder den Leuten zu erklären, was es ist. Und eher die Überlebensstrategie vermitteln, Fake News von Good News zu unterscheiden, dass man recherchieren muss, die Quellen recherchieren muss, dass man schauen, ist es gegen den Wissenschaft im Mainstream? Das muss nicht immer falsch sein. Es hat große Entwicklungen in der Menschheit gegeben, die gegen den Mainstream waren. Aber es muss jemand das Rüstzeug haben, das geistige Rüstzeug haben, bis zu einer gewissen Stufe sich selber ein Bild zu machen, wie seriös die Quelle sein kann. Und ich glaube, da kann man nicht früh genug aufhören. Aber speziell die intellektuelle Redlichkeit ist bei, die ist ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, bei der wissenschaftlichen Arbeit gefordert. Und jeder, der eine Masterarbeit macht, eine Diplomarbeit macht oder irgendwie eine Promotion schreibt, also eine Dissertation schreibt, der ist ja täglich mit der wissenschaftlichen Redlichkeit und mit der intellektuellen Redlichkeit konfrontiert. Natürlich kann man schwindeln, natürlich kann man was tun, aber dort wird er angehalten. Und das muss man vielleicht noch breiter, das muss man viel breiter hinausposaunen, dass das im Interesse unserer gedeihlichen Zukunft, es geht mir ja nicht nur jetzt um meine Vorstellungen, durchzusetzen. Ich glaube, die sind ganz gut abgerundet mit Argumenten. Ich versuche immer lernfähig zu bleiben, auf gute Argumente einzugehen. Ich im kleinen Bereich korrigiere ich mein Weltbild auch immer wieder. Ist ja auch notwendig, da bin ich durchaus offen. Aber es muss den Leuten bewusst sein, dass wir das nicht als Selbstzweck machen, sondern das machen wir im Interesse einer gedeihlichen Zukunft. Für uns alle. Alle Lebewesen. Sie haben jetzt gesagt, die Universitäten. Was ist meine Aufgabe als Bürger im Umgang mit der intellektuellen Redlichkeit? Ich habe jetzt zum Beispiel Koch gelernt, dann auch studiert. Aber ich habe auch angefangen mit einem Lehrberuf. Angenommen, ich hätte es nicht studiert, hätte jetzt nicht am universitären Diskurs beigenommen. Was wäre meine Aufgabe als Bürger, Bürgerin in diesem Kontext dann auch? Das ist eine ganz, ganz schwere Frage. Ich würde sagen, solange Sie als Koch für Ihren Broterwerb und den Erwerb Ihrer Familie redlich dahinwerkeln, wird Ihr Spielraum nicht wahnsinnig groß sein. Sie werden sich nach dem Geschmack und nach dem Gusto der Kunden richten müssen. Sie können manchmal als Amuse-Bouche oder was irgendwas unterbringen, was Ihnen besonders am Herzen liegt, aber trotzdem werden Sie am Sonntag Schnitzel machen müssen und einen Schweinsbraten. Da werden Sie diese Aufgabe wahrscheinlich anderen, die darüber diskutieren oder der Politik übertragen müssen. Sobald Sie anfangen, darüber zu diskutieren, oder sobald Sie hören, in der Berufsschule wäre jobfrei, ich könnte jetzt als Berufsschullehrer vielleicht auch nebenbei noch arbeiten, oder sobald Sie sozusagen in die Erwachsenenbildung hineinkommen, Kochkurse machen, Ihre Kochschiene, Ihre handwerkliche Kochschiene verlassen und sich sozusagen in den Diskurs hinein bewegen, dann haben Sie die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, sich darüber zu informieren, was Sie verbreiten. Und was sind die Diskussionen, insbesondere wenn Sie es in Form des Lehren machen. Und das fängt bei mir schon an beim Kochkurs. Das geht ja schnell einmal und das kann auch ein lukratives Geschäft sein. Aber wenn der Koch anfängt, um bei dem Beispiel zu bleiben, sich vom Mittagsmenü zu verabschieden und möchte, dann hat er sich zu informieren. Und dann ist er verantwortlich für das, was er sagt und wohin er die Leute richtet. Und dann sollte er ein gutes Grundwissen darüber haben, was er sagt. Und da wäre ich schon, also wenn ich darüber nachdenke, ich fange ja an, oder bei uns ist zumindest das Bildungssystem so, dass ja schon im Kindergarten das eigentlich eine Ausbildungsstätte ist. Es gibt ja schon die Kindergartenpädagogen und aus meiner Sicht fängt das dort an,
Sie nennen das intellektuelle Redlichkeit, aber die Menschen und die Kinder, die wir haben, die ja unsere Zukunft sind und die dann auch in diesem Werkel, das wir Welt nennen, leben müssen, ein Verständnis dafür haben, wie das funktionieren kann und dass da einfach schon Weichen gestellt werden, die dann für ein Leben lang funktionieren können. Völlig richtig. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin ja ursprünglich in eine Bundeslehrerbildungsanstalt gegangen, die dann musisch-pädagogisches Realgymnasium wurde. Habe aber mangels Kinder also selber keinen Zugang zum aktuellen Bildungssystem. Mhm. Aber seit der Zeit damals habe ich immer schon das Gefühl gehabt und war mir immer schon klar, dass das ungerechtfertigt ist und unlogisch ist, dass eine Kindergärtnerin damals keine Matura braucht, ein Volksschullehrer hat dann 2 Jahre BEDAG gebraucht und der Hauptschullehrer 3 Jahre BEDAG und der Gymnasiallehrer braucht ein Studium. Ja, also die wertvolle Ressource Mensch oder Kind, das war meine Vorstellung immer, braucht auf jeder Stufe der Bildung ein ausgebildetes, ein abgeschlossenes Universitätsstudium, ein bestmögliches Universitätsstudium, auch die Kindergärtnerin, natürlich mit anderen fachlichen Schwerpunkten oder Psychologen, da bin ich überfragt, aber ich glaube, das braucht ein vollwertiges Universitätsstudium auf sozusagen Masterebene, Magisterebene, um mit der wertvollen Ressource Mensch gerecht umzugehen. Und warum soll eine Kindergartenpädagogin eine kürzere Ausbildungszeit haben als ein Gymnasiallehrer? Nur weil es einer noch nicht Mathematik erklären muss, also für mich ist das nicht schlüssig. Es gibt im Kind so viel zu wecken und auf der anderen Seite kann im Kind so viel falsch gemacht werden, wie ich auch als Laie weiß. Das ist auch ein großes Anliegen. Alle reden immer von Bildung, aber diese Dinge sollte man sich einmal wirklich, das sollten sich die Leute, die sich gut auskennen, sollten sich das noch einmal vornehmen und die Politik in die Pflicht nehmen, dass man vom Kindergarten aus die bestmögliche Förderung den Menschen angedeihen lässt. Ich weiß, das wird nicht bei allen auf fruchtbaren Boden fallen, aber wir wissen ja aus der Geschichte, wenn 10% der Menschen sehr gut ausgebildet sind oder nahezu genial, 1% ist genial, 10% gut ausgebildet sind, die Meinungsbildner, Meinungsträger und die das vorantreiben. Aber die braucht man unbedingt. Und dann braucht man einen satten Unterbau von Leuten, die Freude haben am Wissenserwerb ein Leben lang. Und das beginnt ganz am Anfang, glaube ich, bei der Bildung. Ich glaube, dass das ganz am Anfang bei der Bildung beginnt. Ich habe mir vorher noch eine Frage aufgestellt. Wir waren ja eigentlich bei der tierlosen Landwirtschaft. Das Schöne bei Power to the People ist, wir fangen irgendwo an, kommen und dann wechseln dann 43 Mal das Thema. Da müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einfach durch. Das wird schwierig. Ja, na doch, wir arbeiten daran, dass wir das gut aufbereiten. Aber wir waren bei der tierlosen Landwirtschaft und da habe ich mir aufgeschrieben, es gibt immer wieder das Argument, also zumindest höre ich das immer wieder, wenn man Tiere schützen will, dann muss man sie essen. Nein. Das ist so ein, genau deswegen wollte ich das heute aufbringen. Was hat das mit Schutz zu tun, wenn ich sie zusammenfresse? Was hat das mit Respekt zu tun? Weil die Jäger haben immer so viel Respekt vor dem Wild. Na, warum, wenn ich sie respektiere, da schieße ich sie doch nicht beim Aussehen. Was hat dieser blöde Begriff, die Bauern lieben ihre Tiere? Nein, das ist ein Produktionsmittel für sie, wo sie vielleicht in sentimentalen Minuten mit den einen oder anderen Mitleid haben. Aber wenn sich ein Schweinehalter, ein Butenhalter, ein Milchproduzent nicht jegliche Empathie mit den Tieren abgewöhnt, hat er keine Chance in dem Beruf, überlebt er ja seinen Alltag im Stall nicht. Das ist, also ich finde das immer grenzenlos pervers, wenn die dann von Liebe und von Respekt reden. Wir meinen, Liebe ist, also im Lateinischen oder im Griechischen ist es unterteilt in verschiedene Begriffe. Wir haben halt einen Überbegriff von sexueller Liebe bis geschwisterlicher Liebe. Und diese Liebe, die zu den Tieren, die sie vorgeben, wäre die Familienliebe. Das ist es nicht. Ich bringe doch ein Familienmitglied dann nicht um. Das geht ja gar nicht. Das geht einfach nicht. Und wir müssen auf die Basis zurückzukommen. Nach Stand des heutigen Wissens ist der Umgang, den wir mit landwirtschaftlich genutzten Tieren, aber teilweise auch mit unseren Lieblingstieren, ich sage Qualzucht bei Hunden als Stichwort, oder Produktion von irgendwelchen Hunden in Osten mit unter furchtbaren Bedingungen,
Die Art und Weise, wie wir mit den Tieren umgehen, ist bei dem heutigen Stand des Wissens unanständig. Sie mag legal sein. Aber in der Geschichte haben wir so oft gesehen, dass Dinge, die legal waren, nachher dann als wahnsinnig gesagt. Denken Sie an die Frauenrechte. Was hat das für einen Kampf bedurft, um Selbstverständlichkeiten durchzusetzen, die biologisch seit Charles Darwin 1859, wenn es wer genau wissen wollte, 1859 die Entstehung der Arten publiziert. Na, waren da die Frauenrechte umgesetzt? Da hat er zwar geschrieben, dass wir aus dem Tierreich mit den Affen verwandt sind und dass wir aus dem Tierreich entstanden sind, aber damals hätte es schon einmal keinen Grund mehr für Rassismus gegeben und keinen Grund für irgendeine andere Diskriminierung, insbesondere nicht für Diskriminierung der Frauen. Wie lange hat denn das gedauert in unserer sogenannten zivilisierten Welt? Da sind schon größte Kunstwerke entstanden in der Musik, in der Literatur, in der Malerei. Und diese elementaren Dinge, die so auf der Hand gelegen sind wie die Frauenrechte, hat keiner umgesetzt. Und so ähnlich ist es jetzt mit den Tierrechten. Wir wissen es und handeln gegen besseres Wissen und lassen uns einlullen vor so dummen, marktschreierischen Phasen, weil ich liebe meine Tiere oder ich respektiere das. Nein, das hat mit dem Begriff der Familienliebe überhaupt nichts. Das ist ein Zynismus. Ich kann mich gar nicht genug aufregen darüber, dass das ein Zynismus ist. Und da bin ich wieder bei dem Philosophen Bernd Ladwig, der sagt, solange wir von der Politik her die gesetzlichen Möglichkeiten nicht haben, diese Tierrechte umzusetzen, kann man nur sozusagen in die Öffentlichkeit gehen und die Öffentlichkeit aufrütteln. Wir haben die Frage, weil wir gerade bei dem Thema ein bisschen sind, letztens bei einem anderen Gespräch diskutiert, von der philosophischen Seite vielleicht her. Wir haben ja Arten geschaffen durch die Nutztiere, die jetzt quasi in der Welt sind. Ja. Würden wir jetzt wechseln in eine tierlose Landwirtschaft, würden diese Arten wieder aussterben. Ja, ist ja kein Problem. Genau, das wollte ich fragen. Das müssen wir die Arten dann schützen, weil sie da sind? Oder dürfen wir sie dann aussterben Artenschutz lassen? Ist sowieso ein riesiges Problem und steht oft im Widerspruch zum Tierschutz. Artenschutz muss sehr, sehr vorsichtig betrachtet werden. Es gibt verschiedene Blickwinkel. Ja. Es geht, wir bekennen uns ja grundsätzlich vom Gesetz her, und das ist richtig, zum Individualtierschutz. Hm. Und ich habe als Einzelindividuum überhaupt nichts damit gemacht, wenn es der Art gut geht, aber mir geht es schlecht. Oder bei einer Art, wenn ich jetzt der Mensch schon wieder lieben Gott spielt, ich glaube nicht an einen lieben Gott, aber es ist so ein schönes Beispiel, und sagt, in dieser Art, da muss ich jetzt den töten, weil der ist ein bisschen schwächer, ich möchte nur, dass die Stärksten der Art überleben, dann ist ja der Artbegriff sozusagen eine negative Sache, wenn ich auf der Seite bin, die ausselektiert wird, weil ich nicht in die Art reinpasse. Also Artenschutz widerspricht sehr oft individualen Tierschutz. Artenschutz ist viel mehr Lebensraumschutz, weil es hat kein Zootier, kein Löwe, kein Elefant was davon, wenn er irgendwo in einem Zoo lebt, ohne Chance je in einem halbwegs intakten, für ihn passenden Lebensraum wieder ausgewildert zu werden. Da haben wir auch von der Art nichts. Da hat das Individuum nichts und die Art hat nichts davon. Wenn wir sozusagen den Lebensraumschutz, der noch viel wichtiger ist wie der Artenschutz, wenn wir nicht den Lebensraumschutz betreiben, dass diese Tiere als Individuen dort ein gutes Leben führen können, können wir uns den Artenschutz aufzeichnen. Es gibt natürlich in Gruppen lebende Tiere, wo sozusagen es schon erforderlich ist, Wolfsrudel oder von mir aus Wildschweine oder verschiedene Tiere wollen einfach in Gruppen leben, dann geht schon über das individuelle Wohl hinaus, weil er fühlt sich nur wohl, wenn er adäquate Sexualpartner findet, wenn er Spielpartner findet, wenn er gemeinsam jagen kann, was notwendig ist für diese Jagdstrategie. Aber der Artenschutz ist als solches, eine Art kann nicht leiden, ein Individuum kann leiden. Und ich möchte den Artenschutz nicht völlig in Abrede stellen, aber der ist sehr differenziert zu betrachten und aus tierethischer Sicht kommt immer der Individualtierschutz zuvor. Und jetzt sind wir bei dieser philosophischen Frage, was passiert mit Tieren, die nicht existiert? Na, gar nichts. Die haben aber auch nicht gelitten. Es hat ja keiner einen Anspruch darauf, auf eine in Zukunft mögliche Existenz. Es hat ja niemand einen Anspruch darauf, dass er in vierter Generation noch in er jetzt kommt.
Es sind ihre Kinder nicht verpflichtet, Enkelkinder zu machen, und die sind nicht verpflichtet, Urenkeln zu machen. Und um auf Ihre Frage, wir brauchen dann Gnadenhöfe und wir lassen die Tiere ausleben in einer weiteren Phase. Also ich muss präzisieren, ich habe den pragmatischen Ansatz, dass es mir recht ist, wenn wir den Tierschutz verbessern, wenn sie ein paar Zentimeter mehr kriegen. Aber das geht nicht nur so wie im Bioschmäh. Natürlich ist die Biohaltung anders als die konventionelle Haltung. Aber ich würde sie, rein fachlich muss man so sagen, sie ist ein bisschen weniger grausam als die andere. Aber sie ist noch immer grausam. Mhm. Definitiv. Und wenn ich sozusagen, aber ich bin froh, wenn die Tiere so gehalten werden unter Bionorm, was besser ist oder weniger grausam ist, als in konventioneller Norm. Nur das kann nicht unser Fernziel sein. Unser Fernziel muss eine weitgehende, hundertprozentig werden, eine weitgehende Entnutzung der Tiere, eine friedliche Koexistenz mit der Tiere, weil wir gesagt haben, von unserer Ernährungsbasis und so weiter, vom Umweltschutz her ist es sowieso das viel bessere, eine gewaltfreie Koexistenz mit den Tieren. Und die Tiere, die wir in der Landwirtschaft haben, werden wir unter diesem Aspekt als Fernziel, als Vision, wenn wir eine Entnutzung der Tiere anstreben, in Würde ausleben lassen. Also ich finde das jetzt sehr, sehr spannend mit dem Individuum der Art. Also die Art ist im Endeffekt nur die Summe der Individuen. Und eine Art an sich kann nicht leiden, kann keine Schmerzen haben. Ja. Das ist ein fiktiver Begriff, den wir eingeführt haben, und den darf man nicht überbewerten. Ja. Der kann schon eine Bedeutung haben, aber Art ohne Lebensraum zu denken, geht gar nicht. Also die wesentliche Frage, wenn wir von Arten reden, artgerecht. Ist der Lebensraum, der artgerechte Lebensraum, der passende Lebensraum. Den kann ich nochmal zu der Art dazustellen. Also, und das ist eine große Aufgabe, wenn wir weite Teile außer landwirtschaftlicher Nutzung stellen, weil wir uns das erlauben können, weil wir überwiegend pflanzlich uns ernähren, dann sind auch die Lebensräume wieder da. Und das damit ist sozusagen, wer die Arten schützt, dann ist auch die Art geschützt. Ich mag auch, wenn ich das kurz ich mag auch diese sozusagen eine aus dem vorigen Jahrhundert stammende Idee, das sind die Guten und die Bösen. Die Biologie hat das längst überwunden, aber verschiedene Gesetzgeber, Juristen und so weiter haben das nicht überwunden. Darum haben wir gebietsfremde Arten. Die gebietsfremdeste Art, die es überhaupt gibt, ist der Mensch. Wir sind in jedem Winkel der Welt, ob wir dorthin passen oder nicht. Und wir machen die größte Zerstörung. Aber jetzt redet man über Waschbär in Deutschland, der ist so weit verbreitet, vom Menschen eingebracht, den können sie nicht ausrotten. Wie wollen sie denn ausrotten? Der wird immer Nischen finden, wo er sich weiter. Daher kann man nur einen friedlichen Umgang. Und 1492, die Entdeckung Amerikas, wird als fiktiver Zeitpunkt genannt. Alle Arten, die vorher da waren, wie das Damwild zum Beispiel, der Fasan. Die Fasan ist ein asiatischer Hühnervogel. Und das Damwild ist auch eine asiatische Tierart. Alles, was nachher gekommen ist, nach 1492, ist eine invasive Art vom Menschen eingebracht. Alles, was vor 1492 ist, vor der willkürlich festgelegten Zahl, ist keine invasive Art. Und die verfolgen wir jetzt auf einmal. Also natürlich, da gibt es Pflanzen und so weiter, die sind nicht sehr günstig in unserem Lebensraum. Bei Pflanzen sehe ich das noch etwas ein, weil kein Individuum leidet. Aber jetzt eine Tierart zu verfolgen, wie ein Verbrecher, und sie in Fallen zu fangen und zu töten unbedingt, weil sie halt einfach zugewandert sind durch mit menschlicher Hilfe. Also da sind wir wieder beim Artenschutz. Ja. Die töten die an, um Arten bei uns zu schützen. Die Biologie, die Natur war nie in einem statischen Gleichgewicht, ist immer dynamisch. Es hat immer neue Arten gegeben und andere sind verschwunden. Wir haben halt jetzt das 6. große Artensterben angeblich und das 1., das halt durch Menschen im Wesentlichen verursacht war. Aber Artensterben hat es immer gegeben. Andere Arten, das war eben Evolution, haben Platz greifen können. Das darf man nicht so eng sehen. Vor allem muss man sich vor der Kategorie Gut-Böse. Es gibt keine guten Arten und es gibt keine bösen Arten. Es gibt nur Arten, die in einem Lebensraum gut gedeihen können. Jetzt hätte ich eine Frage. Jetzt haben wir gesagt, die Summe der Individuum ist die Art und die Art ist ganz eng gekoppelt an den Lebensraum. Ja. Jetzt nehme ich mal unsere Katzen und Hunde als Individuen, mache sie zur Art der Haustiere und frage dann, ist das ein natürlicher, guter Lebensraum, wo wir dann teilweise unsere Haustiere halten? Was würde dann das quasi umgelegt auf unsere geliebten Haustiere bedeuten? Weil das
zu Hause halten ist ja auch eine Art der Nutzung. Müsste man da nicht dann in konsequenter Weise auch die Haustierhaltung hinterfragen? Bei intellektueller Redlichkeit haben Sie vollkommen recht, muss man die Haustierhaltung hinterfragen. Vor allem, es ist heute auch bekannt, dass es ja nicht nur gut gehaltene Haustiere gibt, sondern dass bei Moderassen, da gibt es Zuchtanstalten, wo die Hündinnen oder es Gebärmaschinen verwendet werden, eher so wie ein Schwein im Kastenstand, also nicht jetzt räumlich so begrenzt, aber unter schlechtesten Bedingungen, weit davon entfernt, die individuellen Bedürfnisse ausleben zu können. Dann haben wir die Qualzuchten, die haben wir nicht nur bei den Buten mit Brustansatz und bei Kühen mit dem Euteransatz, sondern das haben wir leider bei Hunden und Katzen. Und da ist man in Sackgassen hinein, da hätten wir zwar die gesetzlichen Regelungen, aber die Beharrungskräfte kleiner Lobbys sind so groß und die Wurstigkeit und Gleichgültigkeit in der Politik ist so groß, dass sie sich einfach um das nicht kümmern. Da hätten wir die gesetzliche Handhabe, dass wir Qualzuchten endlich verbieten und die Tiere leiden enorm, die Möpse und so weiter, die permanent Atemprobleme haben. Und dann muss man auch dazu sagen, so sehr wir diese Hunde und Katzen lieben, auch in einer angeblich guten Haltung, sind sie völlig auf unsere Ernährung angewiesen. Wenn der Tierbesitzer nicht gescheit genug ist und futtert einer lauter Blödsinn, werden sie auch krank davon. Sie sind wie ein Hund beim Gassigehen von uns abhängig, wann sie endlich Hahn und Kot absetzen dürfen. Ist weit weg von einer natürlichen Verhaltensweise. Das heißt, wir zwingen sie in so viele Situationen. Und das ist aber noch die teilweise als gut angesehene Haustierhaltung. Ich möchte nicht sagen, die Empathie, also das Bedürfnis der Menschen, sich mit Tieren abzugeben, das sieht man schon bei kleinen Kindern, das dürfte eine evolutionäre Wurzel haben, das möchte ich den Menschen nicht absprechen. Aber was wir kritisch hinterfragen müssen, ist die Art und Weise, wie wir mit unseren Heim- und Lieblingstieren umgehen. Da gibt es eine fast genauso große Baustelle wie in der landwirtschaftlichen Haltung. Da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Und ein Unrecht rechtfertigt ein anderes nicht. Ich brauche ja nicht eine Gruppe auf die andere. Das ist ein rechtliches Grundprinzip. Ich kann nur beide Problemfelder angehen. Beide Problemfelder gehören aufgearbeitet. Schuldzuweisungen, wechselseitige funktionieren nicht, weil ein Unrecht rechtfertigt ja ein anderes nicht. Und das wird auch in der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung oder in der Jagd wird sehr gerne immer dieser unlautere Vergleich verwendet und sagen, ja, unsere Wildtiere oder auch in einem Gatter haben die Wildtiere, da haben sie es ja noch viel schöner wie in einem Schweinestall. Nein, beides ist Unrecht. Die Gatterhaltung eines Wildes, einfach zum Gaudium des Erschießens und auf der kommerziellen Interessen dahinter und auf der anderen Seite Schweinehaltung, beides ist Unrecht. Beides, über beides gehört nachgedacht und das gehört geändert. Wenn wir gerade noch bei den Haustieren waren, ich habe da auch eine Frage aufgeschrieben, die zwar auf den ersten Blick ein bisschen vielleicht sogar provokant rüber kommt, aber ich glaube schon in der Tiefe interessant ist, und zwar, wenn ich jetzt eine Katze, einen Hund zu Hause habe, ja, müsste ich den dann quasi auch vegan füttern oder gibt es da irgendwie den Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier, ich kann es bewusst nicht tun und kann es aber dann dem Hund nicht aufzwingen, es auch nicht zu tun. Was würden Sie darauf antworten? Das ist ein großes philosophisches Thema, spricht aber zwei Problemkreise. Ist ein bisschen eine längere Antwort. Gerne. Es spricht auch das Problem der Prädation an und den Unterschied zwischen moralischen Akteur und moralischen Patienten, sagen Sie, also moralisch, ob ich jetzt ein moralisches Objekt bin oder ein moralisches Subjekt, ist eine wichtige tierethische Frage. Zunächst einmal zum Hund und zur Katze muss ich die vegan ernähren, wenn sie konsequent sind schon. Man kann sich nicht auf Schlachtnebenprodukte ausreden. Ich war selber Kontrolleur in einer der größten Heimtiernahrungsfabriken Österreichs, wo hochqualitative Heimtiernahrung mit viel Forschung dahinter hergestellt wird, aber sie verwenden Schlachtnebenprodukte. Und ich weiß es auch von der Geschäftsgebarung her, dass für Schlachthöfe diese Schlachtnebenprodukte durchaus finanziell attraktiv sind. Es macht einen Unterschied, ob man die verkaufen kann oder nicht. Das heißt, auch das Verwenden von Schlachtnebenprodukten befördert das System, aus dem wir raus sollen, der landwirtschaftlichen genutzten Tierhaltung und der Fleischproduktion. Es fördert das, weil es auch ein kleines Rädchen dazu beiträgt, es finanziell ertragreich zu machen. So gesehen
muss man, wenn man intellektuell redlich sein, die Ernährung von Hund und Katze sehr hinterfragen, ob man das nicht auch vegan oder vegetarisch macht. Das ist möglich. Und dann kommen wir zur biologischen Grenze. Okay. Mhm. Die Ernährungswissenschaft sagt, beim Hund geht das ohne weiteres, bei der Katze als reinen Fleischfresser geht es nicht. Also der Hund ist kein reiner Fleischfresser. Der Hund ist auf der Seite, also der verträgt es eben. Mhm. Den kann ich die essentiellen Aminosäuren auch über pflanzliche Produkte zuführen, der Katze nicht. Das heißt, klar genommen, wenn wir von Haustieren reden und wann sie jetzt eine Entscheidung, als sehr bewusster Konsument, wir haben gesagt schon einmal, das müssen wir wiederholen, wir können uns nur bemühen. Mit weißer Weste kommen wir sowieso nicht raus. Aber wir können uns bemühen, so nachhaltig und leidfrei unser Leben zu gestalten. Hundertprozentig gelingen wird es uns nicht. Dann ist der Hund die akzeptablere Form, weil den können Sie, ohne dass er gesundheitlichen Schaden nimmt, fleischfrei ernähren, vegan ernähren, die Katze nicht. Mhm. So gesehen wäre für einen reflektierenden Menschen, außerdem, wenn sie die Tiere sollten ja auch rauskommen und sollten einmal herumrennen können oder im Garten sein dürfen, dann haben wir bei der Katze sicher das Problem, dass es ihr Instinkt ist, trotz bester Ernährungslage jetzt nicht nur Mäuse zu fangen, das sind wir wieder bei Gut und Böse, sondern auch Vögel. Sie tötet also andere Tiere ohne Notwendigkeit, kann aber nicht drüber reflektieren, weil sie ja nicht moralisch kompetent ist. Und jetzt sind wir bei dieser großen Frage sozusagen Prädation. Sie haben ja keine andere Wahl. Also Prädator gesagt, vom Jagen. Ne? Vom Jagen. Ja, also, ja. Das ist ein Instinkt, nicht wahr? Es ist ein Instinkt, ja. Es ist keine bewusst gesetzte Handlung. Es ist ein Instinkt. Wobei die Tiere eigentlich mehr Rationalität haben. Wir kennen aus der Kognitionsbiologie vieles, was man früher als Instinkt bezeichnet hat, ist sehr wohl rationales Überlegen und Handeln. Die Prädation in freier Natur, oder fangen wir so an, Tierschutz bei Wildtieren oder in freier Natur fängt einmal damit an, dass der grundlegende Zugang ist, sie so leben zu lassen, tunlichst so leben zu lassen, wie sie leben, unbeeinflusst. Bei den weißen Wildtierarten brauchen wir überhaupt keine Jagd, sie brauchen es beim Fuchs nicht, beim Auerhahn nicht, beim Murmeltier, bei der Wildente nicht, bei den Gänse nicht, das kann ich overzählen, beim Dachs nicht, sie brauchen es in der Kulturlandschaft, da ist ein anderes Thema unter Umständen, beim Reh, beim Schwarzwild und beim Rotwild, weil sonst müssen sie überhaupt keine Tierarten in der Kulturlandschaft bejagen. Der Mensch ist als moralischer Akteur gefordert, Dinge zu unterlassen, wenn er plausible Alternativen hat. Und die haben wir in der Ernährung. Da sind wir wieder bei der veganen Lebensweise. Wir haben gesunde Alternativen und das Töten eines, das frühzeitige, gewaltige Beenden eines Lebens, eines empfindungsfähigen Tieres, kann der kurzfristige Gaumen. Es geht immer Interessensabwägung. Wir haben einen kurzfristigen Genuss, den man mit ähnlichen Produkten auch erzeugen kann, den wir zum Leben nicht brauchen. Und auf der anderen Seite steht das Leben des Tieres, das verloren geht. Und der Tod ist der größtmögliche Schaden eines Tieres. Wir berauben es um allen Zukunftsmöglichkeiten, Möglichkeiten, Gutes zu erleben und so. Das nennt man in der Philosophie das Beraubungsargument. Das heißt, moralisch kann ich dann agieren als Mensch, wenn ich die Wahl habe. Die Subsistenzwirtschaft, Subsistenzjagd zum Beispiel, ist nie in Frage gestellt von Kantiethiker. Der sagt nicht, dass die Inuit aufhören sollen, einen Wal zu töten. Sie haben keine andere Grundlage. Sie sagen nicht, der Buschmann, der seine traditionelle Lebensweise, darf keine Tiere töten. Der lebt so. Solange er glaubwürdig, solange er nicht mit dem Moped wieder dann ins Wirtshaus fährt. Heute haben wir halt diesen fließenden, aber jemand, der keine andere Möglichkeit hat, wir haben ja sogar beim Menschen, das Töten eines Menschen ist verboten, aber nicht in Notwehr. Und also wir haben sogar Länder, die noch Todesstrafen argumentieren. Das heißt, wir haben auch aus dem absoluten Schutz des Lebensrechts beim Menschen haben wir Ausnahmen. Die Notwehr ist unumstritten. Mhm. Und da habe ich keine Alternative. Und mein Leben darf ich schützen. Ich darf sogar das Leben meiner Angehörigen oder meiner Kinder schützen. Aber wann immer wir die Wahl haben, haben wir als moralische Subjekte die Alternative zu wählen. Wenn sie uns nicht schadet, wenn sie gleich gut ist und so weiter. Das Tier
hat das nicht. Der Fuchs hat das nicht. Die Katze, die draußen, die Wildkatze, die die Maus fängt, hat das nicht. Außerdem kann sie nicht selbst, so weit wir heute wissen, über ihr Handeln reflektieren. Sie hat Hunger und frisst es. Daher sind die außen vor. Also das Beutemachen in freier Natur, ob es uns gefällt oder nicht, ist aber außerhalb der moralischen Betrachtung. Betrachten dürfen wir es, diskutieren dürfen wir drüber, aber wir haben uns kein Urteil drüber zu fällen. Es gibt einen Kompromiss, den ich anhänge. Sollen wir in freier Natur eingreifen? Also die Pflicht, das sagen die meisten Tierethiker zu, die Pflicht einzugreifen ist, wenn wir das verursacht haben in freier Natur. Und das haben wir ja in der Kulturlandschaft von immer. Wenn sie beim Heimfahren ein Reh zusammenführen, haben sie die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das der Polizei zu sagen, die hat den Jäger zu verständigen und der hat das dann schmerzfrei zu töten, wenn das ist. Also wir haben uns zu kümmern. Oder wenn sie einen Hund zusammenführen, müssen sie schauen, sie haben das verursacht, dass der zum nächsten Tierarzt in die Tierklinik kommt. Und der Eingriff in freier Natur ist dann statthaft, das ist für mich die plausibelste Erklärung, wenn der Nutzen größer ist als der absehbare Schaden. Wann immer wir in freier Natur in eine Situation kommen, wo Tiere sehr leiden, die ursprünglich, also Wildtiere sehr leiden, und ich kann eingreifen, soll ich immer dann helfen, wenn nach meiner Überlegung der Nutzen größer ist als der Schaden. Wir wissen, wenn man eingreift ins Natursystem, wie Kaninchen importieren nach Australien und so, das waren keine besonders gescheiten Ideen, dann ist der Schaden größer, als jeglicher Nutzen sein kann. Aber wenn wir es auch im letzten Winter wieder gesehen haben, wenn Rotwild wegen der großen Schneemenge, auch in Gebieten, wo sie nicht mehr gefüttert werden, wo sie so überleben, in die Ortschaften herunterkommen, dann ist es wohl angebracht. Wir haben ja die Winterlebensräume genommen, weil ursprünglich sind sie ja in die Niederungen gezogen. Das geht durch unsere Strukturen nicht mehr. Ja. Dann haben wir die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, denen zu helfen. Oder wenn wir an der Donau ein Riesenhochwasser haben und die Rehe und die Tiere flüchten und stecken bei der Autobahn im Zaun. Jetzt ist ja seit Corona vieles denkbar. Früher hat man es da saufen lassen. Vielleicht hat die Rettung, die Feuerwehr das eine oder andere gerettet. Heute würde ich auf jeden Fall dafür eintreten, dann sperren wir mal für eine Stunde die Autobahn, machen den Zaun auf und lassen sie in Sicherheit flüchten. Früher hat man es da saufen lassen. Doch bei den letzten großen Hochwässern vor 10 Jahren gibt es Bilder aus der Tullner Au und so weiter, wo das schrecklich ist. Das ist aus meiner Sicht heute nicht mehr zu verantworten. Und daher komme ich jetzt wieder auf Hund und Katze zurück. Die haben wir domestiziert. Wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass es ihnen gut geht. Aber wir haben auch die Verantwortung für ihre Ernährung. Und jeder, der sich eine Katze anschafft, wenn er wirklich ein besonnener Mensch ist, dann sollte er nachdenken, ob das angebracht ist, weil sie ist letzten Endes auf tierisches Lebensmittel angewiesen. Und wenn es nur Schlachtabfälle sind, aber indirekt befeuert er damit. Den Kompromiss kaufe ich damit ein. Die Fleischindustrie. Mhm. Bei konsequentem Durchdenken. Ja, ja. Wir sind jetzt sehr viel bei intellektueller Redlichkeit, bei logischen Argumenten. Und wir haben Sie auch jetzt kennengelernt von Ihrem intellektuellen Zugang, wie Sie halt quasi vom jugendlichen Jäger zum erwachsenen Veganer geworden sind, aber immer auf der intellektuellen Ebene. Was wir jetzt noch nicht so richtig rausgehört haben oder was mich noch interessieren würde, ist so dieses Emotionale. Was so diese emotionalen Momente waren, wenn Sie die teilen möchten, die Schlüsselmomente, was da in Ihnen passiert ist, emotional, dass das dann zu einer Veränderung geführt hat bei Ihnen. Was waren da so die Momente? Das ist sicherlich die Empathie. Ja. Die Empathie ist uns ja angeboren, aber wie jedes biologische Merkmal ist sie nach der Gaußschen Verteilungskurve verteilt. Also der mittlere Anteil der Bevölkerung hat eine mittlere Empathie, eine kleine Gruppe hat eine sehr hohe Empathie und eine kleine Gruppe hat fast keine Empathie. Und man kann sich Empathie auch abgewöhnen. Also ein tierhaltender Landwirt, davon gehe ich aus, muss sich die Empathie abgewöhnen, weil er macht er sich selber was vor. Wenn wer ein paar hundert Mastschweine hat und er redet von Empathie mit mir, muss ich sagen, Freund, denk einmal nach. Es ist legal, ich muss immer wieder sagen, er bewegt sich im gesetzlichen Rahmen. Aber ich habe zum Beispiel einmal ein Gespräch gehabt in Namibia, Südwestafrika.
Das sind raue Burschen dort, deutschstämmig ursprünglich, eine raue Natur, eine Halbwüste, ein unglaublich bestechendes Land. Wunderschön mit einem großen Wildreichtum. Und dem hat man als Geschäftsidee die Persianerproduktion, die Produktion von Fellen für Persianer. Das sind also so Karakulschafe, die man in der letzten Embryonalphase sozusagen bei der Schlachtung entweder durch Kaiserschnitt gewinnt oder die Mütter schlachtet, oder wenn man die zweite Qualität herstellt, dann muss man die Neugeborenen sofort töten, weil sie diesen Curl haben, der dann für den sogenannten Persianerpelz verwendet wird. Und das haben sie als tolle Geschäftsidee verkauft, weil Schafe haben die eh alle unten, und der hat sich eine größere Schafherde gekauft, ein hochwertiges Zuchtmaterial, sagen wir mal so, ein bisschen verächtlich. Aber um in der Sprache der rauen Landwirtschaft zu bleiben. Und der hat das eine Saison gemacht und hat gesagt, das war ein gutes Geschäft, aber er hat das nicht übers Herz gebracht. Täglich diese neugeborenen Kälber sofort zu töten, einfach um des Pelzes willen. Für den war das noch klar, wenn er es wachsen lässt und er isst es irgendwann einmal nach 6 Monaten, das hat für den noch einen praktischen Zugang gehabt oder einen vernünftigen. Das heißt, diese Geschäftsidee bei dem Mann ist an seiner Gott sei Dank vorhandenen Empathie gescheitert, an dem Mitgefühl mit diesen Lebewesen. Und er hat gesagt, das ist jetzt der Verlust, aber ich mache da nicht mit. Ich gebe das auf und verkaufe das wieder. Und jetzt kommt es zu mir persönlich, ich scheine, dafür kann ich nichts, von der Natur eine gewisse Menge Empathie mitbekommen zu haben. Sage ich Ihnen ein. Sie müssen sich nicht entschuldigen, ist okay. Nein, aber ich sage Ihnen ein Erlebnis, das ist mir erst viel später bewusst geworden. Wie ich in der Volksschule war, war das auch so üblich, heute, also moderne Errungenschaft, dass man einmal im Halbjahr die ganze Schule ins Kino geht. Damals haben wir ja Samstag noch Unterricht gehabt und schaut sich Samstagvormittag einen Film an. Das war halt so eine schöne gemeinsame, so wie Schulausflug und so, war halt zusammen ins Kino gegangen. Also zumindest die ganze Volksschule gemeinsam. Und obwohl ich das Märchen Schneewittchen gekannt habe vom Vorlesen meiner Eltern, haben wir dort den Film Schneewittchen gesehen. Und ich war an und für sich nicht so wie heute, dass ich ein vorlauter Mensch bin. Ich war ein sehr braver Schüler angeblich. Und bin dort gegen meine Art aus dem, habe mich vom Unterricht entfernt, ich bin aus dem Kino davon gerannt und nach Hause. Und meine Mutter hat gefragt, ist das schon aus? Das kann ja noch nicht sein, und war natürlich noch nicht aus. Und nachdem die mit den Lehrern bekannt waren, haben sie das natürlich eh abplaniert. Aber ich habe mich unerlaubterweise von Unterricht entfernt, weil ich diese Grausamkeit nicht ausgehalten habe in diesen Märchen. Das habe ich zwar gekannt inhaltlich, aber wie man das so bildlich auf der Kinoleinwand vorgestellt worden ist, diese Ungerechtigkeit und Grausamkeit, jetzt bin ich davon gerannt. Ich habe mich dieser Sache entzogen. Ich kann ja sagen, ja, schwach aufgestellt für einen Manager in der Top-Wirtschaft, ungeeignet. Aber vielleicht als Tierarzt ganz brauchbar. Das hat mir viel, viel später hat mir das gezeigt, dass ich offensichtlich ein hohes Maß an Empathie habe. Und ich habe Ihnen eingangs auch gesagt, wie ich dann das Schlachten am Fleisch, am Schlachthof oder bei Fleischereien kontrolliert habe. Und das zwar mir bewusst, weil wir haben ja alle ein Schlachthofpraktikum einen Monat lang in St. Marx und so machen müssen während der Ausbildung. Wie ich das so vor Augen geführt habe und dann sozusagen das Kontrollorgan war, habe ich gesagt, für mich muss kein Tier auf diese Art und Weise sterben. Und von damals an, da war ich noch keine 30 Jahre, habe ich aufgehört, fleischlandwirtschaftlicher Nutztiere zu essen und habe mir diese Eselsbrücke sozusagen, auch ethisch schon irgendwie erklärbar ist, aber zu wenig konsequent. Aber damals hatte ich auch noch nicht dieses Hintergrundwissen. Dann habe ich nur mehr Fleisch von Tieren gegessen, die ich selber gejagt habe. Also nach und nach quasi die Schlücke geschlossen, oder? Ich habe sozusagen diplomiert 1980 und promoviert 1981, und die
großen Werke tierethisch, das war der Peter Singer, Animal Liberation in den 1970er Jahren und Tom Regan in den 1980er Jahren. Damit ist die Tierrechtsbewegung erst international auf solide philosophische Füße gestellt worden. Vorher hat es natürlich beim Jeremy Bentham oder beim Franz von Assisi oder bei verschiedenen Leuten, der Schopenhauer hat die Mitleidsethik sozusagen als Opposition zur Kantschen Ethik. Der Kant hat ja nur Menschen als moralische Wesen bezeichnet und in einer moralischen Gesellschaft. Und wenn man Tieren was antut, das soll man nicht tun, weil man sein eigenes Ich schädigt und weil man dadurch grausam wird. Mhm. Und der Kantsche Zugang war, es geht nur um den Schutz des Menschen. Wenn man ein Pferd in der Öffentlichkeit haut, schlägt mit der Peitsche, wie halt offensichtlich üblich damals, dann könnte das die Gefühle der feinen Damen stören. Und daher tut man das nicht. Wenn man es hinten im Stall macht, ist es wurscht, weil da schaut eh keiner zu. Also nicht das Tier um seiner selbst willen geschützt. Und das Ansehen. Obwohl wir natürlich von Kant bis heute viel profitieren. Er hat zwar die Menschen in seiner Rationalität ganz wesentlich überschätzt und vieles gilt daher nicht, weil er so ein Idealwesen gezeichnet hat, dass es nicht gibt. Aber in Opposition war damals Schopenhauer mit der Mitleidsethik. Die hat sich nur im Laufe der Geschichte, ist ein toller Ansatz, bis heute wird er immer wieder verfolgt. Was wir aber sehen können, ist, dass die Mitleidsethik nicht verlässlich ist. Diese Empathie ist erstens ungleich verteilt, das habe ich vorher erklärt, wie jedes biologische Merkmal. Und es gibt Leute, die definitiv empathielos sind. Und die meisten haben halt eine mittlere Empathie, aber die kann man auch erhöhen oder sozusagen erniedrigen. Und bei mir war es eben so, dass offensichtlich dann die Beschäftigung mit dieser Tierethik mit Singer und Tom Regan vordergründig einmal und dann mit modernerer Literatur dazu, die aber im Wesentlichen das nur ausbaut, weil auch diese ursprünglichen Modelle natürlich hinken, sicherlich die Empathie sehr befördert hat. Und dann natürlich in der Kleintierpraxis, da lebt man auch als Tierarzt. Erstens ist das ein gutes Geschäftsmodell, wir müssen ja alle Geld verdienen. Ich musste das nicht spielen, aber ehrlich guten emotionalen Zugang zu Hunde und Katzen selbstverständlich. Ich glaube, das spürt auch der Tierbesitzer. Das beruhigt auch die Tiere. Und durch die Literatur bin ich draufgekommen, dass ich einfach zwischen diesen Lieblingstieren und anderen Tieren nicht unterscheiden darf. Das ist nicht in Ordnung. Und ich habe das dann als Amtstierarzt ja gesehen, bei hoch anständigen, seriösen Landwirten, Schweineproduzenten damals, sei es in der Zucht oder Mester, wobei damals die Stroheinstreu noch gang und gäbe war. Die ist leider verschwunden. Es war ja viel besser in dieser Hinsicht. Die hatten einen vollen Schweinestall und drei Lieblingskatzen. Und mit den Lieblingskatzen sind sie wegen jeder Kleinigkeit zu mir in die Ordination gekommen. Haben sie doppelte und dreifache gezahlt, was für eine Ferkel- oder Schweinebehandlung je bereit gewesen wären. Die haben also sozusagen als emotionales Schutzschild und auch für die Kinder die hochgeliebten Katzen gehabt. Interessanterweise waren aber auch 10 Stallkatzen draußen um die sich keiner kümmert hat. Aber im Haus haben sie ihre Lieblingstiere gehabt. Mhm. Also ich bin kein Psychologe, den müsste man damit konfrontieren. Ein unglaublicher Zwiespalt, den die Leute bewusst oder unbewusst erleben zwischen großer Empathie und Tierliebe und dem Tier als Produktionsmittel, das man ungefragt, unhinterfragt, sozusagen als Erwerbsmodell verwendet. Und das waren so die Anfänge. Und das ist mir alles bewusst geworden. Und meine sozusagen von Natur auf angeborene Empathie wurde dadurch wahrscheinlich sehr befördert. Und beim Jagen war es dann auch so, dass mir die Tiere dann leid getan haben. Aber ich kann mich noch genau erinnern, das wird jetzt so 15 Jahre her sein, bin ich mit dem Fahrrad auf die Felder hinausgefahren im Frühling. Und da waren ganz nahe dem Weg, waren junge Hasen, junge Feldhasen, so ganz lieb und und dann habe ich mir gedacht, und im Herbst soll ich da, weil das sind auch die Gebiete, wo ich jagen war, und im Herbst soll ich da drüber gehen und soll ich euch da schießen? Nein, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr. Aber es geht nicht mehr. Bin nach Hause gefahren,
habe das für mich beschlossen, dann habe ich das einmal mit meiner Frau besprochen, meine Freunde haben das nicht verstanden und ein Jahr später habe ich schon meine ganzen Gewehre verkauft. Ich war ein leidenschaftlicher Sammler von schönen Waffen, habe alles verkauft und bin bis heute glücklich mit dieser Entscheidung. Und wie ist es Ihnen dann tatsächlich, weil Sie haben Ihre Freunde und Ihr Umfeld angesprochen, wie ist es Ihnen mit den Reaktionen gegangen? Am Anfang oder bis heute großes Unverständnis, aber mit den guten Freunden, mit den intelligenten Freunden haben wir uns, ich sage mal, zusammengerauft. Oder, Freundschaft ist mehr als wie nur das Teilen eines Hobbys. Mit denen ich nur das Hobby Jagd geteilt habe, ich war auch begeisterter Taucher, das hat vielleicht auch dazu beigetragen. Im Unterschied zur Jagd genießt man auch die Unterwasserwelt. Bei der Jagd genießt man ja auch viel Beobachtung. Geht ja nicht nur um Schießen. Aber es ist halt der finale Zweck. Und beim Tauchen beobachtet nur, ohne was zu zerstören. Und der Lebensraum auf einem Korallenriff ist also der dichteste und artenreichste pro Quadratmeter, den man sich vorstellen kann. Und das befördert natürlich auch sozusagen die Liebe zur Natur und sagt, ich kann das alles beobachten, ohne jetzt fischen zu müssen, töten zu müssen. Da habe ich auch keine Fisch mehr gegessen. Das wollte ich dann alles nicht. Aber wie gesagt, mit den Freunden, die ich also da heute noch habe, die akzeptieren das. Wir diskutieren das nicht aus. Sie sind aber so nett und so tolerant, wenn wir bei ihnen eingeladen sind, müssen alle am Tisch vegetarisch essen. Zumindest vegetarisch. Ja. Lustigerweise, das machen sie mir, sag einmal, mir zur Freude, mir zu Ehren. Es ist kein Thema. Und wenn wir unterwegs sind irgendwo, sagen sie, essen wir unser vegetarisch, im Idealfall veganes Essen. Und wer das haben einige gut nachvollziehen können. Und ich habe natürlich auch heute noch Freunde, die Jäger sind. Das ist legal. Nach wie vor Freunde. Ja. Aber direkt über die Jagd rede ich nicht. Die sagen mir schon, sie haben einen Bock geschossen, sage ich, ja, okay. Ich diskutiere das mit ihnen nicht aus. Aber sie akzeptieren auch, dass ich daneben halt was anderes ist. Und wie gesagt, wenn ich in deren Haushalte komme und eingeladen bin, sind sie so höflich und so nett und geben auf jeden Fall vegetarisches Essen. Aber das Thema wird vermieden, die Diskussion darüber? In letzter Konsequenz wird es vermieden. Weil es einfach schwierig zu führen ist wahrscheinlich danach, oder? Vielleicht einig ist, dass man sich nicht einig ist, oder? Man ist sich einig, dass man sich da nicht einig ist. Und was, schauen Sie, ich habe das so für mich auch gelernt. Ich organisiere Tierschutzseminare für die Vereinigung österreichischer KleintiermedizinerInnen. Eine große, bedeutende Gruppe, ich habe es heute schon einmal angesprochen, die sehr viel für die Fortbildung der Kleintiermediziner macht. Und damit indirekt Tierschutz. Und wir haben einen Europakongress vor einigen Jahren da gehabt, in Wien, in der Hofburg. Und da war das erste Mal, das ist es uns erstes Mal gelungen mit dem Vorstand, also ich bin dort schon lange, aber ich bin nicht mehr Vorstandsmitglied, aber mit dem Vorstand nur Seminarbetreuer, dass bei einer FECAVA, also Europa-Zusammenschluss der Kleintiermedizinerinnen, war erstmal ein Stream, ein ganzer Tag Tierschutz in der Kleintiermedizin, weil man kann in der Ordination unglaublich viel falsch machen, in der Unterbringung von operierten Patienten und im Umgang mit den Tieren. Es war erstmals bei einem Europa-Kongress ein ganzer Tag lang ein eigener Stream Tierschutz war, den habe ich organisiert. Und jetzt, ich schließe den Kreis, und da gibt es immer bei so großen Kongressen natürlich einen Referentenabend. Und da sind halt die Organisatoren und die Referenten, und das ist ja was Großes. Und da waren wir in der Orangerie in Schönbrunn zu einem Abendessen, das ist immer am Tag vor dem Kongress, mit den Referenten und den Organisatoren, so circa 120 Leute. Und da hat es drei Speisen gegeben auf der Speisekarte, ein Fisch, ein Fleisch und eine vegetarische Sache. Da bin ich drauf bestanden, dass es vegetarisch war. Was glauben Sie, ich bin nachher in die Küche gegangen, was glauben Sie, wie viel unter KleintiermedizinerInnen, unter meinen engsten Berufskollegen, die Hunde und Katzen mit viel Empathie und noch mehr Sachkenntnis auf höchstem Niveau betreuen, wie viel haben die vegetarische Variante gewählt? Von 120. 10%? 3. 8 Leute. 8. Okay. 2 davon war meine Frau und ich. Ja. Ja, dann kommen und wir einer, der nachkommen ist, der Professor Grimm,
für Ethik der Mensch-Tier Beziehung. Also die drei war sie einmal und unter den Resten waren es nur fünf. Wie soll ich dann, ohne dass eine Freundschaft zerbricht, mit einem Steuerberater, mit einem Juristen, mit einem Architekten, mit einem Bauingenieur, quer durch den Gemüsegarten, wie soll ich mit diesen Leuten jetzt diese Frage ausdiskutieren, wo sie ja gar nicht drüber reden wollen? Ich mag sie als Freunde, ja. Die haben ja viele Qualitäten. Aber wie Sie gesagt haben, wir sind uns einig, dass wir uns in diesem Punkt nicht einig sind. Mhm. Der wird ausgespart. Mhm. Genauso wie es ja verschiedene Clubs gibt und Organisationen, das sind meistens Männerbünde, wo sehr, kann man dafür sein oder dagegen. Ich meine, ich bin sehr für Frauenrechte, aber das heißt ja nicht, dass es nicht einen freiwilligen Männerbund auch geben kann. Aber ich wollte auf was anderes hinaus. Da gibt es fast bei allen eine Grundregel. Es wird nicht über Religion diskutiert und nicht über Tagespolitik. Es darf selbstverständlich über historische Zusammenhänge und über den Zweiten Weltkrieg und über alles kann man reden. Aber Religion ist verboten, also ist in den Vereinsstatuten steht da drinnen, das ist absolut auszusparen. Die Religion ist auszusparen. Die Tagespolitik. Und die Tagespolitik ist ja nicht ganz blöd, ne? Hauert das nicht hin. Die kriegerten sie permanent in die Haare. Und darum denke ich mir, was so zum Traditionsclub seit 200 Jahren, also die sind in der Aufklärung im Wesentlichen entstanden, oder ob es auch von mir aus der Rotary Club ist oder so, sind im Wesentlichen solche Übereinkünfte, wo man sagt, diese Themen sind auszusparen. Mhm. Nicht unvernünftig. Ne? Das ist gewachsenes Wissen. Ne? Das hat sich bewährt. Was sagen denn die Kollegen, also ihre Berufskollegen? Wie ich lebe ein in Lächeln. Einer Blase. Ich nehme Huldigungen gerne entgegen. Ja. Nein, sagen wir mal, ich freue mich, wenn sie noch einen Vortrag von mir applaudieren, aber da sind nur Tierschützer da. Da ist vielleicht einer von der Landwirtschaftskammer oder irgendeiner Spion, der zuhört, sage ich jetzt einmal böse, oder einer von einem Jagdverband noch geschickt. Ich habe ja ursprünglich ein nahes Verhältnis gehabt mit den Jagdverbänden. Ich persönlich habe mit denen noch immer kein großes Problem, aber sie haben ein Problem mit mir. Ich habe also sehr viel im Bereich der Wildbrethygiene gemacht und wollte natürlich auch im Bereich der Jagdethik. Ich habe gesagt, Kinder, erkennt die Zeichen der Zeit. Es geht, töten einfach aus Spaß am Töten geht nicht. Wir müssen den vernünftigen Grund finden und wir haben in der Kulturlandschaft ohnehin eine riesige Aufgabe, Rotwild, Rehwild, Schwarzwild zu bejagen. Da haben wir keine andere Lösung im Augenblick. Da sind sie beschäftigt genug. Aber da geht halt versuchen wir die Jagd in diese Richtung zu bewegen, weil ich glaube, sonst bin ich wieder bei Jahr, in 10, 20 Jahren wird sie keine gesellschaftliche Akzeptanz mehr haben. Wir haben heute in Österreich 1,2 bis 1,4% Jagdkarteninhaber, wovon ja die Hälfte Jäger sind, die anderen werden halt mitgenommen, weil sie aus gesellschaftlichen Gründen auch mal eine Jagdprüfung machen müssen. In Deutschland sind es 0,4%. Das heißt, mit alle einen Freund zusammen sind die demokratiepolitisch niemand. Sie haben natürlich der entsprechende Lobbyismus ist wieder da. Der niederste Landesjägermeister ist ein gewisser Herr Josef Bröll, dass der noch immer verschiedene Türen aufmachen kann in der jetzigen Regierung, ist bekannt. Aber es kann einmal eine andere politische Konstellation geben, wo diese Türen nicht mehr aufgeben. Und also die Jagd steht auch, weil ich null Bewegung sehe in letzter Zeit, sich irgendwie der Zukunft anzunähern oder den heutigen Denkgebäude anzunähern oder tierethische Aspekte reinzunehmen, dann wird es eines Tages die notwendigen Abschüsse Berufsjäger machen oder Wildhüter machen wie Nationalparkranger. Das sehe ich als durchaus sehr wahrscheinliche Sache. Mhm. Weil Sie werden es erleben, das wird mit dem Rückenwind der Klimawandeldiskussion und des Artensterbens und des Mangels an Ressourcen, wir kennen gar nicht anders, das wird in die nächsten 20 Jahre kippen. Die werden auch, Sie sehen es ja mit dem CO2-Reduktion, nach den Sonntagsreden fangen sie jetzt an, ernst zu machen. Wir sind eh hinten dran, aber die fangen an, ernst zu machen. Mit den Verbrennungsmotoren und hat sich auch keiner vorstellen können. Habe ich gestern, wenn ich es richtig im Kopf habe, gestern im Mittagsjournal, glaube ich, Ö1, war für die langfristige Strategie in Deutschland, das glaube ich,
ein Verbot von Tierindustrie angesetzt worden. Müsse ich aber nochmal nachhören, kann ich nochmal verlinken. Also es wird offensichtlich drüber nachgedacht, jetzt schon laut. Ja, ja. Seit vor 3 oder 4 Jahren haben, glaube ich, 12, 13 anerkannteste Universitätsprofessoren in Deutschland im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums eine Zukunftsstudie über Tiere und, erstellt. Mhm. Und die haben eindeutig gesagt, das sind jetzt nicht radikale Tierschützer. Die sind zu dem Schluss gekommen, ganz einfach, die Landwirtschaft in die Fleischproduktion in Deutschland ist nicht nachhaltig und ist in der heute praktizierten Form auch aus tierethischer Sicht völlig inakzeptabel. Mhm. Sagt er vom Landwirtschaftsministerium bestellte Universitätsweisenrat von anerkannten Kapazitäten. Ich kenne einzelne davon. Mhm. Das sind wirklich gestandene Leute, die auch auf Instituten für Nutztierwissenschaften unterrichten und so weiter. Also kann man nicht sagen, dass das weltfremde Utopisten sind. Mhm. Apropos, das ist eine super Überleitung, oder? Genau. Bianca. Wenn wir oder wenn Sie in einer utopischen Welt leben würden, wie sollte aus Ihren Augen oder wie wünschen Sie sich unser Lebensmittelsystem für die Zukunft? Das ist ganz einfach beantwortet. Ich wünsche mir eine friedliche Koexistenz aller Erdenbewohner, soweit es geht. Ganz gewaltfrei geht es nie. Wir leben in einem System des Fressen und Gefressenswerdens, das nur für die wirkliche freie Natur alternativlos ist. Nachdem wir in unserer Natur so viel eingegriffen haben, ist es für viele Tiere nicht alternativlos. Alle, die in unserer Abhängigkeit sind, in irgendeiner Form, alle, die wir füttern, da müssen wir darauf schauen, dass die keine tierischen Produkte mehr konsumieren. Und die nur tierische Produkte konsumieren können oder dürfen, wie Katzen, die wird es halt nur als Wildkatze gehen und vielleicht in 100 Jahren als Hauskatze nicht mehr. Die friedlichste Art des Zusammenlebens wird wohl sein, dass wir vielleicht aus Sentimentalität noch einige Haustierrassen haben, die auf Almen, die halt extensiv bewirtschaftet werden, herumgehen, zur Freude des Publikums, die sich selber des Lebens erfreuen, die aber nicht mehr genutzt werden. Und die Welternährung wird sie hoffentlich so schnell als möglich auf überwiegend pflanzenbasiert umstellen. Überwiegend pflanzenbasiert umstellen, in einem innovativen, friedlichen Prozess, in dem keiner zurückbleibt, in dem die heute der Fleischindustrie anhaften, ihre Ausstiegschancen, ihre Alternativen angeboten bekommen. Und ich hoffe auch, dass man das, was man mit Aquakulturen, zum Beispiel im Fischbereich, an Irrwegen jetzt beschreitet, auch im gleichen Maße, so wie man aus der Haltung der landwirtschaftlich genutzten Tiere aussteigt, dass man das nicht weiterverfolgt, das als Sackgasse erkennt. Ich hoffe auch, dass man nicht eine falsche Schiene aufmacht, wie jetzt mit Insekten. Wir glauben von Insekten im Augenblick zu wissen, dass sie nicht empfindungsfähig sind. Was tun wir, wenn das Gegenteil bewiesen ist? Insekten sind als Organisationsform, als Staat viel, viel älter als die Menschheit. Die sind hunderte Millionen Jahre alt, haben hohe Organisationsformen. Ich könnte mir vorstellen, dass Insekten in einer gewissen Übergangsform einen Beitrag zur menschlichen Ernährung leisten können für wertvolle Proteine, wenn es, solange sich nicht herausstellt, dass sie empfindungsfähig sind, weil sie ja von etwa einem Drittel der Menschheit ohnehin regelmäßig konsumiert werden. Es gibt nur bei uns einen gewissen Ekelfaktor. Aber da warne ich vor der Entwicklung, die heute auch droht, ist, dass man Insekten als Tierfutter verwendet. Man versucht ja jetzt Insekten zu züchten, nicht für die menschliche Ernährung, was ich in einer Übergangsform akzeptieren würde, solange es nicht exzessiv gemacht wird, aber es kommt mit allen Problemen der Intensivtierhaltung, die wir sonst haben, werden wir dort auch die können krank werden und so weiter, da werden wir auch Riesenprobleme haben. Aber die zu verwenden, in der Hühnerhaltung als Hühnerfutter, natürlich fressen die das und sind eine wertvolle Eiweißquelle, als Fischfutter, natürlich wäre es geeignet, aber das finde ich für eine totale Sackgasse, für einen totalen Irrweg. Das möchte ich also in dem Zusammenhang aufweisen. Also es ist für kaum ein Problem der Menschheit die Lösung so glasklar am Tisch, wie für unsere zukünftige
gesunde, friedliche Ernährung, die ist pflanzlich. Das ist ganz eindeutig. Und weil Sie jetzt sagen, also Bianca. Ich wollte nur auf dich überleiten. Und danke. Die Frage aller Fragen. Sie haben gesagt, die Lösung ist glasklar am Tisch. Unsere Frage wird dann lauten, wie schaut die Lösung in Ihrem Kühlschrank aus? Wenn ich jetzt rübergehen würde und aufmachen, was finde ich in Ihrem Kühlschrank? Sie finden Alpro-Soja-Produkte, Sie finden alle möglichen pflanzlichen Produkte, Gewürze, Soßen und so weiter. Was finden Sie im Kühlschrank? Sie finden kein Fleisch. Herr Dr. Winkelmeier, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Dankeschön.